Einen wunderschönen Nachmittag da draußen und herzlich willkommen zum allerersten Laser-Game-Turnier, welches überhaupt übertragen wird, jemals. Herzlich willkommen live von der U in Dortmund. Ja, und herzlich willkommen auch lieber Paul. Ja, hier ist schon eine ziemlich geile Stimmung. Also ich bin hier gerade mal so ein bisschen durch die Halle gelaufen und so. Da ist schon einiges los. Die ganzen Spielfelder, die wir noch haben, werden alle bespielt. Hier hinter uns läuft, glaube ich, jetzt gerade das letzte Spiel noch. Dann ist ein weiteres Spielfeld frei. Ich weiß nicht, ob das dann auch für die Zuschauer eingesetzt wird. Ich denke mal schon. Ja, also schon richtig viel Laser Game Action. Ihr habt schon einiges mitgekommen hier auf dem Stream. Ja, und jetzt machen sich die Mannschaften hier gerade schon bereit, denn wir gehen jetzt in die Rückrunde und jetzt wird's spannend. Genau, damit ihr wisst, was euch erwartet, weil viele warten ja sehnsüchtig auf diese Jungs hier. Da müsst ihr ein bisschen euch noch gedulden. Wir sehen als nächstes Enro Griffins gegen Druckwelle, das heißt das Mädels-E-Sports-Team gegen das Jungs-E-Sports-Team. Dann haben wir Laser Game Dortmund gegen Bielefeld. Das heißt, zwei der Top-Favoriten. Große und Match. Dann haben wir Bonn Air Alpha gegen Delta. Das heißt, wir haben dann die Top-Favoriten aufeinandertreffend in der Rückrunde. Und das wird fett, ja, oder? Das wird richtig genial. Also ich freue mich schon auf diese Matches, weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was uns vielleicht in den Playoffs dann erwarten könnte, in den Halbfinalspielen. Aber wir haben halt noch ein paar andere Sachen, die jetzt auf uns zukommen. Ein Team musste nämlich hier leider rausgehen. Ich glaube, das waren die Jungs hier vom Techno Forever Team. Dafür gibt es aber Showmatches. Die müssen nämlich noch auflegen heute. Ja. Das andere Techno Forever Team bleibt allerdings. Wir werden vielleicht auch gleich einfach mal uns die Brackets anschauen können. Dass wir einfach mal sehen, so wie die Standings sind von den Teams, bevor es dann in die Rückrunde geht. Auf jeden Fall machen sich die Teams bereit. Da haben wir es nämlich auch schon super von der Regie natürlich gemacht. Hier also die Standings. Delta tatsächlich sogar gegen Alpha gewonnen. Das Ganze fand auf dem Backfield statt. Wir sehen das Rückspiel aber soon. Und Dortmund obsiegte gegen Bielefeld. Ansonsten Players und Games noch punktlos. Das wird, denke ich, noch gar updated. Und ja, wir werden auch gleich starten mit dem Spiel. Springen wir mal ins Spiel. Genau, springen wir mal ins Spiel rein und freuen uns dann auf Enro Griffins gegen Druckwelle, also die beiden E-Sport-Teams, die beiden Soccer. So, und da sehen wir es nämlich schon. Der Startsignal ist ertönt. Wir sehen in der linken Ecke Enro Griffins mit Lady Death, Cocaine und Lady. Und auf der rechten Seite, da haben wir Druckwelle E-Sports mit Hanzo, Dandy und Dewey. So schaut's aus. Und das Ganze natürlich jetzt eingeblendet. Inzwischen sollte jetzt auch das Overlay passen. Wir haben zwei Teams, die sich enorm gesteigert haben im Turnierverlauf, die sonst eigentlich nur E-Sports kennen. Counter-Strike, Battlefield, all das haben wir hier stehen. YouTube-Kanäle, Cheerleading. Ja, jetzt könnt ihr überlegen, sind das eher die Jungs oder die Mädels, die Cheerleading machen. Aber das wird sich jetzt zeigen. Genau, das wird sich sicher zeigen. Wir erwarten ein spannendes Spiel. Schon viele Slides da drüben ja, sehen wir nämlich. Das ist, glaube ich, hier so das Markenzeichen von Druckwelle. Einfach immer reinrutschen, reinsliden und irgendwelche, weiß und nicht, Druck Action machen. Rollen. Ja, Druck machen, Druck machen. Einfach nur Druck machen. Ja, wie eine Welle wollen sie mit ihrem Druck hier, alles rollen. Wie er vorrutscht, wie so ein Wurm. Ja, richtig schön. Also da vorher nochmal der Blick ans Kommentatorenpult und dann fängt er an zu sliden. Und klar, man versucht sich jetzt gute Positionen zu erhaschen. Wir haben diesmal kein professionelles Team dabei. Das heißt, man sollte... Oh, da wird aber auch gut getroffen. Also vielleicht doch nicht die optimale Position da unten im Dreck. Ja, wobei, das hat Druckwelle, glaube ich, ganz gut getroffen. Wir haben ja selber auch noch ausgeteilt. Die Punkte setzen sich, wie gesagt, zusammen aus Treffern minus getroffen sein. Deswegen gibt es ja auch negative Punkte. Und bei Teamtreffer gibt es noch einen Strafpunkt. Das heißt, es kann sein, dass wir am Ende nicht bei Null rauskommen. Dass ihr da Bescheid wisst, das ist vollkommen korrekt alles. Ja, da sehen wir schon, die Balustrade hat schon ein bisschen einbüßen müssen. Das ist an der einen Seite leicht abgerissen. Das kann man natürlich auch wieder nutzen. Da kann man dann die Gun durchstecken, kann vielleicht ein paar Schüsse abkriegen. Aber soweit, Enro Griffins erstmal sehr beherrscht in das Spiel hier reingegangen. Ja, definitiv. Und jetzt, oh, gekippt jetzt und wieder auf Null gesetzt. Also die teilen auf beiden Seiten richtig aus. Wir sehen hier da kam Team Lady Treffer. Death, genau, Lady Death. Und jetzt im direkten Duell, wer kann sich durchsetzen? Und sie kriegt ihn zurückgeschlagen. Jetzt gar nicht mal schnell auf die Anzeige gucken, sondern direkt wieder raus. Man sitzt von der linken Seite. Das ist raus. Da wundert sich. Da kam die Überraschung von hinten. Also wirklich schön durchgekrochen. Die Überraschung von hinten. Ja. Ja, und damit jetzt teilweise auch die ersten Teamtreffer sehe ich jetzt gerade von Enro Griffins. Da fördern sich da ein bisschen selber ins Abseits, jetzt im direkten Nächsten. Und direkt der Nächste, die wechseln sich ab. Jeder darf mal ran.
Aber sie wird beide rausnehmen. Wow. Wie krank ist das denn? Wie gut war das denn von Andrew Griffins? Ich glaube, da war sie selber überrascht, dass es gerade hingehauen hat. Gerade beide Spieler rausgenommen. Beide wollten die FaceTime machen. Und sie hat sie einfach knallhart abserviert. Ja. So kann es sein, die Waffen einer Frau. Und damit kommen sie auch wieder richtig gut ran, wie man sieht, von den Punkten her. Also eine sehr ausgeglichene Partie. Und da müssen die Jungs jetzt richtig zurückstecken. Auch die Mädels suchen immer wieder natürlich die Deckung. Druckwelle eSports. Wenn sie gegen die Mädels verlieren, ich glaube, dann können sie sich da einiges anhören bei sich im Clan. Aber tatsächlich die Griffins jetzt vorne. Ja, die können es jetzt doch ein bisschen näher. Wobei, es hat sich gerade wieder gedreht. Na, 19, ja, 7. Ja, es springt halt die ganze Zeit immer so ein bisschen. Aber jetzt kann sich hier Druckwelle doch ein bisschen weiter vorarbeiten immerhin. Also wir haben durchaus den ein oder anderen Teamtreffer mit dabei. Aber auf jeden Fall bisher Andrew Griffins, die Mädels hier momentan ein wenig, ja, man könnte sagen aufgeweckter, vielleicht auch wegen dem doppelten Frag. Ja, die Aufregung, man sieht es im Gesicht wirklich. Weit aufgerissene Augen. Und man versucht natürlich, den Teamkameraden jeweils mit abzudecken. Ja, wir haben jetzt hier auch inzwischen das Live-Scoring bei uns am Pult. Können also euch ein bisschen sagen, wer gerade raus ist. Zum Beispiel Lady ist gerade im Respawn, wurde komplett rausgenommen. Und auch Cocaine jetzt sehr, sehr niedrig, nur noch 5 Hitpoints. Oh, da sehen also wir sie auch gerade im Bild. Doch falsch rum. Ja, muss ein bisschen aufpassen. Also auf jeden Fall sehr knapp beieinander, das sieht man hier jederzeit. Jetzt geht es hier wieder über die rechte Seite für Andrew Griffins. Na, mal schauen, das sieht alles so frei aus, da muss man dann noch nicht unbedingt hetzen, aber immer wieder links, immer wieder rechts. Schaut, jetzt wird sie getroffen von hinten. Eieiei. Ja, versucht sich da gut anzuschleichen. Ja. Mal die andere Flanke abdecken, das ist halt wichtig, wenn du dich nur auf eine Seite konzentrierst, dann ist halt häufig die Gefahr, dass du halt die andere Seite komplett vergisst. Und das sieht man jetzt hier auch gerade schön im Bild. Druckwelle eSports decken die rechte Flanke komplett ab. Auf der linken Seite könnte sich halt jederzeit jemand anschleichen. Ja. Und deshalb brauchst du halt diesen Backplayer. Du brauchst jemanden, der von hinten schaut und von hinten immer abdeckt und beide Richtungen sehen kann. Ja, das kriegst definitiv du, diese Tunnelsicht. Und man sieht natürlich die Mädels von Andrew Griffin. Also sie sind jetzt mit minus 30 ein bisschen abgeschlagen. Und Druckwelle natürlich jetzt ein Stück weit vorne, aber es kippt die ganze Zeit. Es kippt die ganze Zeit und da ist auf jeden Fall noch alles drin. Ja, das stimmt natürlich. Jetzt ist zwei Spieler gerade von Druckwelle rausgeflogen. Also Andrew Griffins, die müssen das natürlich jetzt ausnutzen, müssen ein bisschen weiter vorpreschen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie hier wieder einen Spieler hinten haben. Cocaine hält sich da weiter in der Mitte und kann dadurch halt die Rückendeckung hier geben. Ja. Rückendeckung natürlich ein ganz wichtiger Punkt und die Mädels von Andrew Griffins, die machen sich auf jeden Fall ziemlich gut bisher. Also man muss ja sagen, sie sind jetzt in einer deutlich besseren Position zumindest gegen die Profiteams, aber selbiges kann man auch über Druckwelle sagen. Ja, also sie sind halt immer wieder in die Enge getrieben worden. Aber sie können sich bisher noch ganz gut halten. Im Übrigen, die Scores sind so, dass Andrew Griffins die minus 33 Punkte haben. Also es ist stimmt, es ist halt nur quasi seitenverkehrt genau, unten dargestellt. Aber die Farben stimmen überein. Also Andrew Griffins ist grün, haben minus 34 Punkte und Druckwelle mit 30 Punkten halt sehr gut dabei. Schau mal, wie da immer wieder die Signale gegeben werden. Oh, da versucht er nachher anzukommen von hinten. Ja, und das ist ein super Move. Und jetzt kriegt sie ihn vielleicht sogar raus, leuchtet die Lampe da. Auf jeden Fall muss er jetzt richtig laufen. Und er ist ins Kreuzfeuer von seinem Teamkameraden gelaufen. Das solltest du natürlich auf jeden Fall vermeiden. Denn da kriegst du ordentlich Minuspunkte rein. Und genau, also Minuspunkte natürlich passieren eben auch, wenn man einen Teamtreffer kassiert. Und deswegen aufgepasst. Jetzt, da muss sie eigentlich zurück. Ja, wundert sich, guckt auf die Klare. Oh, ich bin ja tot. Das hört man eigentlich. Aber man kann natürlich in dieser Hektik vielleicht das ganz schnell auch mal überhören. Das ist nämlich auch nochmal so ein Punkt. Ja. Denn ich meine, man spielt zum ersten Mal. Das ist das Schlusssignal. Das war's. Das war's. Wieder zurück zum Start. Eigentlich ein sehr guter Auftrag für Andrew Griffins, aber am Ende konnte es Druckwelle doch für sich entscheiden. Ja, und die Jungs können ganz gut stolz auf sich sein. Oder hinkt er schon vom Spielfeld? Ja. Das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel Körpereinsatz. Es ist auf gewesen. Jeden Fall sehr hin und her geschwappt und es war eine knappe Sache, aber Druckwelle hat es am Ende dann doch hinbekommen. Es war knapp. Auf jeden Fall, wir werden gleich auch nochmal die Einzelstatistiken sehen. Wir können aber jetzt schon mal so viel sagen,
Teamtreffer gab es definitiv. Dende ist zum Beispiel überhaupt nicht einmal getroffen worden. Und das ist natürlich sehr beeindruckend. Also wir hatten wieder auch dieses Spiel, dass wir da einen Backup-Player haben. Das war jetzt so ein Stück weit zu sehen. Es war auf jeden Fall anders als das die Profiteams, aber die werden wir jetzt auch im Anschluss sehen. Ja, jetzt geht es wirklich heiß her. Aber lass uns noch ein bisschen über dieses Spiel jetzt reden. Also ich muss ja wirklich sagen, der Auftrag von Andrew Griffiths war nicht schlecht. Sie sind wieder sehr methodisch rangegangen, haben das Ganze langsam angegangen, das Feld quasi von hinten aufgerollt, wie man so schön sagt. Und das hat anfangs auch gut geklappt. Aber woran meinst du, lag es jetzt, dass jetzt im späteren Spielverlauf dann doch irgendwie aus der Hand gegeben haben? Ja, also ich glaube, dass die Jungs dann vielleicht, das ist schwierig, also sie waren sehr nah beieinander. Das hat man auch an den Punkten gesehen, das ist ein knapper Stand. Vielleicht ein bisschen konzentrierter am Ende nochmal waren, ein bisschen ruhiger geblieben sind. Die Mädels manchmal so ein bisschen in Hektik verfallen quasi. Man hat das gesehen dann, von wo kam der Treffer. Oh, ich bin ja tot. Dadurch geht Zeit verloren. Wenn du tot bist und nicht zurückgehst, dann nützt du deinem Team nichts, weil du stehst da nur rum, kannst nicht aktiv in eingreifen. Der Gegner hat quasi eine Überzahlsituation, die dann auch einfach gnadenlos ausgenutzt wird. Also es waren wirklich Kleinigkeiten, sie waren sehr nacheinander. Wir haben jetzt nochmal hier die Auswertung gesagt. Schauen wir es mal genauer an hier. Ja, immerhin nicht so ganz so krass schlimm, wie das im vorigen Spiel war bei Andrew Griffiths. Also diesmal schon positive Punkte bei Cocaine zum Beispiel. Das heißt, man sieht schon, dass sie sich auf jeden Fall deutlich steigern. Ja, insgesamt natürlich doch deutlich mehr getroffen und nicht dieses schöne Backup-Play, wie wir es von Dendy gesehen haben, der wirklich nullmal getroffen wurde, der die ganze Zeit hinten stand, von hinten immer die Rückendeckung gegeben hat. Genau, Teamhits Hanzo und Jack, beziehungsweise auch Dende, die haben alle einmal das eigene Team getroffen, deswegen am Anfang. Und ja, wir sehen jetzt mal, wie das sich ausschaut bei den Brackets. Cocaine im Übrigen, die einzige mit positiven Scores. Ja, und damit Andrew Griffiths weiterhin punktlos, aber Druckwelle punktgleich mit Alpha. Das heißt, sollte Delta wieder mal gegen Alpha siegen können und sollte Druckwelle tatsächlich vielleicht sogar Alpha schlagen können, dann wäre das hier extrem spannend, weil dann könnte tatsächlich Druckwelle weiterkommen. Ja, und danach sind wir in den Playoffs auch mit Best of 3. Das heißt, dann kannst du dann wirklich nochmal eine Taktik speziell auf den Gegner anpassen und auch überlegen, okay, was lief jetzt im letzten Spiel falsch, und hast direkt die Möglichkeit, darauf einzugehen und kannst direkt Entscheidungen fällen, um halt das Ganze nochmal aufzudrehen, um halt ein bisschen dieses psychologische Spiel zu spielen. Und ich glaube, das spielen die Jungs jetzt hier auch. Da kommt nämlich gerade schon die Taktik raus. Ja. Da wird hart überlegt, wie machen wir das jetzt? Ganz klar. Also hier, die sehen wir als übernächstes. Jetzt als nächstes haben wir die beiden Laser-Game-Teams. Und da warte ich ein richtig actiongeladenes Match. Wir haben Laser-Game Dortmund gegen Laser-Game Bielefeld. Und die sind sehr stark beieinander. Ja, Bielefeld gibt es nicht, ich weiß, aber ich habe dort studiert tatsächlich an der Uni Bielefeld. Also du willst jetzt hier diesen Mythos einfach widerlegen? Ich will den Mythos widerlegen, ja. Sie existieren, sie sind hier in Dortmund. Da haben natürlich die Lokalmatadoren den Vorteil. Schwarz-Gelb sind ja auch die Pömpel. Und da bisher Dortmund auch dominant gewesen, nicht einmal verloren in dieser Gruppe. Sprich, Laser Game Dortmund wäre aktuell natürlich weiter. Und ob das so bleiben kann oder ob jetzt die Revanche kommt von Bielefeld, das werden wir natürlich gleich sehen können. Die Teams sind gerade dabei, sich vorzubereiten. Es wird im Übrigen natürlich so ein Stück weit gekreuzt. Das heißt, der erste Sieger spielt gegen den zweiten Sieger. Ja, jetzt wird nochmal fleißig die Punktetabelle. Man schaut, man betrachtet. Ich meine, die Kommunikation ist super. Man versteht sich sehr, sehr gut, hat man gerade auch nochmal sehen können. Flachs da so ein bisschen rum. Und es wird definitiv zu einer Begegnung Laser Game gegen Bonn Air kommen. Das ist jetzt im Prinzip schon festgelegt von den Brackets her. Auf jeden Fall. Also jetzt kommen vielleicht die beiden lang ersehntesten Partien, zumindest in dieser Rückrunde. Klar, das Beste kommt immer zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss, aber ich glaube, wir kriegen schon einen guten Vorgeschmack von dem, was uns da noch erwartet. Weil jetzt kommen halt wirklich die Top-Teams, die sich hier schon so langsam herauskristallisiert haben. Und da bin ich schon wirklich sehr gespannt, weil jetzt gibt es nicht mehr diese komplette Domination, die wir gesehen haben. Definitiv nicht. Und gleich schon als Auftakt beide Laser-Game-Teams hier gegeneinander. Jetzt gibt es auch keine Entschuldigung mehr. Jetzt ist es wirklich so, dass die Teams hier es richtig drauf haben. So, wir sehen zur Linken das Team von Laser Game Dortmund mit Nasty aka Babydoll, mit Symmetek und mit Teddy. Und auf der anderen Seite, komplett ungetarnt, haben wir Laser Game Bielefeld mit Ortek, Marcy und Private Paula. Und los geht's. Und da haben wir auch schon direkt das Startsignal. Und da schauen wir mal, wie es jetzt
losgehen wird. 0:0 der Stand. Direkt geht es natürlich nicht ins Bracket, nein, sondern wir wollen jetzt wissen, wer sich hier absetzen kann. So, da sehen wir schon die ersten Treffer, die Laser Game Bielefeld einstecken muss. Laufen nicht ganz so einheitlich auf wie Laser Game Dortmund, aber durchsuchen hier quasi das Feld. Ja, suchen sich natürlich auch ihre Winkel. Und ja, da wird es schon ein bisschen am Kopf getroffen. Muss natürlich, du musst tief stehen eigentlich. Tiefe bringt dir auf jeden Fall einiges mehr. Also man sieht auf jeden Fall diese schnellen Kopfbewegungen und dann geht's hier da vorne direkt dran. Also es kommt hier zu direkten Duellen quasi von oben, von unten. Versucht damit einzugreifen. Der erste ist raus und man sieht diese schnellen Bewegungen. Damit also jetzt kurzzeitig in der Unterzahl Laser Game von Bielefeld und Dortmund rückt voran. Ja, aber auch da muss jetzt einer zurück. Auf der anderen Seite jetzt Nasty. Hinter dem Gerüst, aber auch da wird immer wieder getroffen, weiß gar nicht von wo. Man schaut sich da nur böse um und muss zurück. Ja, also das ist natürlich ein fulminanter, ein spannender Auftakt. Auch da sehen wir beide Teams sehr nah beieinander und momentan die Führung von Laser Game Dortmund, wenn ich das richtig sehe. Ja, lass uns mal schauen. Ortec, ja, also Laser Game Bielefeld ist es sogar. Oh. Ja, Laser Game Bielefeld führt ja, da momentan das Feld an. Also jetzt gefixt natürlich das Scoreboard für euch momentan vorne. Also Laser Game Bielefeld, vor allem voran Private Paula, 20 Hits, noch keinmal getroffen worden. Also ganz starke Kiste, die wir da haben von den Teams soweit. Ja, da ist noch kaum HP raus. Jetzt sind hier allerdings... Haben wir tatsächlich auch die Tatsache, dass Nasty aka Baby Doll schon viermal den Teamkameraden getroffen hat. Das also nicht unbedingt optimalst. So mal aus der Deckung hervor. Das ist klar, jetzt sind alle gut versteckt. Es sind zwei Laser Game Teams. Zwei Teams, die es nicht zum ersten Mal spielen. Oh. Und oh, da ist sie sauer jetzt, da ist sie sauer. Ja, von zwei Seiten wird sie angegangen. Ihr fehlt jetzt hier gerade halt die Rückendeckung. Sie braucht halt ein bisschen Feuerschutz von ihrem Team. Also ja. Laser Game Dortmund muss weiter vorrücken. Man sieht ja schon im Hintergrund, Bielefeld legt da einfach immer die ganze Zeit Feuer auf ihre Tombstones. Ja, links, rechts, ja, weiß er auch selber gar nicht. Ja, da muss gemeckert werden mit den Teamkameraden hinter der Böschung. Und jetzt hier Laser Game Bielefeld. Klar, hinter diesem Hindernis, da sieht man immer die Beine zumindest. Das heißt, man weiß, wo er auftauchen wird. Man weiß auch ziemlich genau, wo er ist. Das ist der Nachteil natürlich, aber man kann das auch zum Vorteil ummünzen. Wir haben es vorhin gesehen, da kann man sehr gut diese Umzäunung noch mit drauf. Daumen hoch, einen weniger. Und jetzt vielleicht das Ganze aus ihrer Perspektive. Ist da jemand hinter dem Gebüsch? Ja, nee, aber sie hat da schon jemanden hinter dem Dorito gesehen. Kriegt aber halt keinen Winkel, weil sie so mittig steht. Sie muss jetzt nochmal auf die Flanken kommen. Beziehungsweise ganz Dortmund muss eigentlich jetzt auf die Flanken langsam gehen. Oh, da kriegt sie aber richtig viele Treffer, muss richtig einstecken. Aber ja, sie kann sich lange da halten. Das erstaunt mich doch wirklich sehr, dass sie so viele Hits hier schon einstecken musste, trotzdem noch die Position halten kann. Ja, es sieht momentan aber so ein bisschen nach Rache aus von Laser Game Bielefeld. Vielleicht triggert er immer noch mal. Kommt oh, jetzt man daran. Kommt hier gerade der Move von Dortmund. Sie preschen vor. Ja, auf der rechten Flanke, da ist der nächste raus. Da ist der nächste raus. Muss zurück. Jetzt geht's über die Mitte für Laser Game Dortmund. Und sie rücken jetzt zahlreich vor. Jetzt geht's richtig Seiten. Nach vorne. Rechts vorgerückt, links vorgerückt. Oh, oh, da den direkten Duell. Wer kriegt wen als erstes raus? Oh, da wird geschreit, da wird gebrüllt. Und da kriegt er richtig viele Treffer. Der Martin ist raus jetzt. Ist oh. raus. Kriegt's nochmal unter die Nase. Tschüss, tschüss. Hau ab, verschwinde. Oh. Es geht weiter in die andere Richtung. Schön zurückgedrückt hier gerade von Bielefeld. Können wirklich gut das Ganze halten und jetzt halt vielleicht sogar das Ganze umdrehen. Oh, jetzt ist er aber rausgeflogen. Und auch wieder zurück auf Seiten von Bielefeld. Also wieder nur zwei Spieler. Jetzt heißt es halten. Halten, die Mitte des Feldes halten und auf keinen Zentimeter irgendwie abgeben. Ja, ganz, ganz wichtig. Also es ist so, dass diese Position ja ganz oft einfach das der entscheidende Faktor ist. Wie auch jedem, da, wenn man zu mutig nach vorne geht, dann wird es einfach ganz schnell bestraft, gerade wenn beide Teams so gut sind in dem, was sie tun, wenn beide Teams es hier drauf haben in Sachen Laser Game. Ja, das merkt man halt schon, das ist wirklich ein ganz anderes Kaliber als die Spiele davor.
Und momentan wird das Ganze doch sehr, sehr hart hier von Bielefeld beherrscht. Ja, also Bielefeld momentan, so scheint es, gibt den Ton an, obwohl natürlich Dortmund weit vorgerückt ist. Die stehen weit vorne, aber ich glaube, so wirklich gut austeilen können sie nicht. Sie stecken da eher viel ein und stehen auch mehr oder weniger auf einer Linie. Also sie spielen nicht ihr ordentliche V-Formation durch, sondern stehen halt auf einer Linie. Und dadurch wird jetzt der Nächste gerade wieder rausgeschickt. Und es ist jetzt wieder 3-2 und Bielefeld kann weiter vorrücken. Ja, also man merkt schon, die Jungs haben es natürlich auch nicht verlernt. Jetzt Nasti raus. Oh, war da eigentlich in guter Position. Und schau mal, also Bielefeld steht extrem kompakt. Jetzt mal der Vorstoß. Jetzt geht man mal ein bisschen in die gegnerische Hälfte rein. Kriegt er die jetzt auf Teddy drauf und jetzt Teddy mit der Rache will zurück. Teddy will aber das kommen. Ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Ist so direkt im Schussfeld. Alemann kassiert richtig gerade. Kassiert richtig. Aber er hat hier gerade Bielefeld zurückgeschickt, hat ihn rausgenommen, musste viel einstecken. Aber manchmal lohnt sich diese Aktion. Wenn du noch den Backup-Player hast, der von hinten raufknallt, dann funktioniert das und genauso hat hier Dortmund gemacht und jetzt preschen sie auf der linken Seite vor und da wird der Nächste rausgenommen bei Bielefeld. Kann Dortmund jetzt das Spiel drehen? Das ist die große Frage, ob sie es drehen können oder eben nicht. Na, Nasti vielleicht jetzt mit dem entscheidenden Impuls, vielleicht auch nicht. Bielefeld. Es ist auf jeden Fall ein starkes Hin und Her. Die Scores sind zwar relativ eindeutig, aber ich meine, das Spiel sieht irgendwie schon anders aus. Das ist wirklich ein reines Hin und Her. Und ich bin mir momentan nicht so richtig sicher, wer eigentlich hier wirklich vorne ist. Da ist der Facecheck mal wieder. Er versucht von unten ranzukommen. Jetzt kommt aber der weg. Da geht er entgegen, da geht er direkt ins Feld rein. Aber schau mal, das ganze Team, die versammeln sich jetzt alle. Gott. Und die nehmen einen Achtemann dann raus jetzt. Und das, war's. Das ist doch mal ein richtig, richtig harter Move hier am Ende. Wahnsinn. Ganz, ganz starkes Ding. Vorbei ist es. Und das... Das ist die Kameradschaftlichkeit hier unter den Lasergame-Spielern natürlich. Aber das war die Rache jetzt mal. Auf jeden Fall. Ich meine, das war schon ein sehr, sehr geiles Spiel von beiden Seiten. Aber irgendwie haben sie wirklich diesem Ansturm standgehalten. Ja, also ganz, ganz stark gemacht von Bielefeld. Wir haben es gesehen, also nach unseren Scores hier ist es einfach so, dass Bielefeld das Ding diesmal dominiert hat. Mit eigenen Teamtreffern, unter anderem von Nasti und. Wir werden später natürlich nochmal in die genaue Auswertung reingehen. Und ja, das hätte ich so nicht ganz gedacht. Damit machen sie es wieder so ein bisschen spannend auch in der Gruppe, was den Gruppensieg angeht. Man will ja schon Platz 1 sein und dann den besseren Gegner aus der anderen Gruppe dodgen. Klar, und ich meine, wenn du halt diesen Gleichstand hast, dann zwischen den Zweitplatzierten zum Beispiel, dann muss es natürlich auch ein Regame geben. Und dann werden wir gucken, dass wir halt da einen eindeutigen Sieger feststellen können. Genau. So, ich weiß nicht, ob wir schon die Statistiken bereit haben. Ich glaube, wir haben sie schon, wenn die Regie uns hört und auf die Statistiken switch, dann können wir uns das Ganze mal genauer anschauen. Genau, wir werden sie auf jeden Fall gleich sehen, die Statistiken und vieles mehr natürlich, denn im Anschluss haben wir jetzt auch ein sehr heiß erwartetes Spiel. Wir haben Bonaire Alpha gegen Delta, was als nächstes stattfinden wird. Die machen sich natürlich auch entsprechend schon bereit, soweit hier auf der U in Dortmund zum ersten Mal wirklich so ein Lasergame-Turnier. Jetzt haben wir da Axel und der prüft natürlich ziemlich genau, was da jetzt zurückkam, auch von den Punkten her. Also doppelte Kontrolle hält ja einfach besser. Überhaupt, klar, gleiche Bedingungen. Es ist wirklich, man kann sehr, sehr viel machen mit den Waffen. Man kann in Sniper-Modus gehen, man kann in King of the Hill gehen. Vieles wird gar nicht ausgereizt, einfach weil wir jetzt erstmal so ein gleich balanciertes Turnier brauchen. Genau, das ist halt auch der Testrun jetzt gerade. Aber wir haben gleich noch ein kleines Schmankerl für euch, nämlich nach diesem Spiel wird es dann ein Showmatch geben, weil hier eben das Team von den DJs nach Hause bzw. in die Probe musste. Das heißt, es gibt danach ein Showmatch und wenn ich das richtig verstanden habe, dann können wir da auch mal einen der anderen Spielmodi sehen oder zumindest einen der anderen Waffenmodi. Mir wurde da so ein bisschen was von Sniper-Modus gesagt. Also, das hört sich auf jeden Fall interessant an. Das wird nämlich das Spiel komplett verändern. Wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber geredet. Das ist halt ein ganz krasser Unterschied. Hier kannst du einfach in dem Lasergun-Modus, das ist einfach, du hast 20 Schuss im Magazin, du haust raus. Und du hast einen Endlichschuss. Genau. Also man kann ja alles machen. Man kann sogar mit Bombe arbeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Informieren könnt ihr euch dann natürlich auf lasergame.de. Wir wären auch dankbar natürlich über jede Art von Feedback, entweder auf Facebook oder auf Twitter eben, entweder auf lasergame.de oder bei uns persönlich auf den Kanälen.
Denn es ist das erste Mal überhaupt, dass wir so ein Turnier hier kommentieren, dass so ein Turnier stattfindet überhaupt. Selbst die Software-Leute, Paintball, ich glaube, wobei Paintball, glaube ich, gibt sowas schon mehr, aber allerdings auch mehr auf YouTube und ich wüsste nicht, ob live. Ja, ich weiß gar nicht, in Deutschland ist da die rechtliche Situation immer ein bisschen schwieriger. Ich habe mich dann irgendwann informiert drüber und es ist nicht ganz so einfach alles hier. Aber in Laser Game ist das so unbedenklich, weil keine wirklichen Projektile verschossen werden. Das ist ja auch noch eine schöne Geschichte. Und man merkt halt hier auch, also gerade in diesen Arena-Spielen merkst du halt wirklich, es geht ums Teamwork. Hier spricht auch keiner irgendwie von Kills oder sowas. Das sind halt genauso wie halt beim E-Sport ist es halt der Frag. Und genauso muss es halt auch sein, weil es geht ums Teamwork und es geht ums Spiel. Richtig. Also, wie gesagt, wir schauen uns vielleicht gleich mal die Statistiken an vom Spiel vielleicht. Jetzt erstmal im Bild noch die Bonn Air Teams. Diesmal zu erkennen natürlich an den jeweiligen Halsbändern, damit das hier auch passt, damit wir die unterscheiden können. Die sind ja alle getarnt, wenn man denn so möchte. Und alle so sonst sehr, sehr schwer voneinander zu unterscheiden. Wobei wir haben ja durchaus Unterschiede da, was die Spiele angeht. Wir haben sie ja vor uns auch schon ein paar Mal gesehen jetzt inzwischen, die Airsoft-Spieler. Was man auf jeden Fall sagen kann, das Schöne an Laser Game, es gibt jetzt nicht wie beim Paintball eine Altersbeschränkung, dass man es erst ab 18 Jahren machen muss. Und ja, jetzt bekommen wir auch nochmal die Endauslösung. Die Bestätigung. Ja, der Score war irgendwie gerade ein bisschen messed up, das haben wir irgendwie schon erraten, aber Bielefeld hat das Ganze dann doch gewonnen. Bielefeld hat gewonnen, so wie ich das gerade richtig gelesen habe. Also es war unsere Einschätzung schon richtig, dass dieses Vorpreschen von Dortmund sich nicht so ganz ausgezahlt hat, wie das in den vorigen Spielen der Fall war. Das heißt, es wird auch eine Taktikänderung geben jetzt in den späteren Spielen, jetzt wo diese guten Teams gegeneinander antreten. Und genau, Scoreboard kommt dann nach dem nächsten Spiel. Das heißt, wir kriegen alle Informationen hier rein, keine Sorge. Ja, die haben das hier schon ziemlich genau unter Kontrolle. Wie schon gesagt, das ist ja alles selber gebaut, teilweise zusammengelötet, teilweise ja selbst programmiert. Es ist einfach nie darauf ausgelegt gewesen. Es ist so gesehen wirklich eine Premiere. Ja, zumindest diese Live-Auswertung ist ja etwas komplett Neues. Das wird über Handys alles und gemacht. Genau so ist es. Du hast halt ein Handy in der Hosentasche, was dann halt zu einem sehr, sehr geilen Spielmodus führt. Also gerade die Jungs in München sind da sehr, sehr hart dabei. Die machen nämlich solche Outdoor-Spiele. Und da hast du dann direkte Missionen. Die werden auf dein Handy geschickt, hast die Mission. Geh jetzt dahin, nimm das jetzt, genau, alles quasi mit einer Map, in die Map eingebunden. Nimm jetzt diese Position ein. Dann kriegt natürlich das andere Team irgendwie den Befehl, das irgendwie aufzuhalten und so weiter. Und das wird dann alles dynamisch generiert. Und ich weiß nicht, wenn ihr mal irgendwie Arma gespielt habt oder sowas, ihr wisst, das ist zwar etwas ein langwieriger Prozess, aber sehr spannend. So, jetzt geht's allerdings los. Wir haben Bonn Air Delta gegen Bonn Air Alpha. Jetzt in Gelb haben wir das Team Delta mit McKay, mit Grinch und Frost und direkt das Startsignal. Also diesmal relativ zügig und dann auf der anderen Seite. Ja, da haben wir das Alpha-Team mit Stealth, mit O'Neill und mit Age. So schaut es aus. Also die erste Runde ging ans Delta-Team. Sehr interessant natürlich, ob sie sich ein weiteres Mal durchsetzen können gegen die Alpha-Kollegen. Sie sind ja ein Team. Na, Teamkapitän wollte sich da auch nicht auf einen Favoriten festlegen. Ja, was ja auch ganz richtig ist. Du willst ja auch keinen Missmut hier irgendwie im Team irgendwie erzeugen. Und es geht hier sehr bedachtlos auf beiden Seiten. Ich habe gesehen, die sind erstmal losgestartet, haben sich sofort in den Deckungen versteckt und es sind bisher noch kein einziger Schuss gefallen. Jetzt gibt es hier die ersten Schüsse. Ja, und die ersten Treffer. Also klar, jetzt ist das Spiel von Taktik geprägt. Wie man sich bewegt, das wissen sie. Kennen das von ihren Airsoft-Spielen, aber das sagten ja schon selber. Laser Game ist dann nochmal ein bisschen schneller einfach. Laser Game ist vor allem direkter dann mit diesem Laserschaden und da kommt es direkt zur Begegnung. Jetzt muss Alpha da erstmal ein bisschen zurückstecken und Delta nach vorne, aber das war keine gute Idee. Cassetti richtig läuft und läuft und läuft. Hätte man jetzt nochmal ein bisschen mehr nachsitzen können sogar. Ja, bisher ein paar Hits schon auf Seiten von unserem grünen Team hier, von Delta. Na, Alpha. Grün ist Alpha, gelb ist Delta. Delta mit natürlich McKay. Ah ja, okay. McKay mit dem gelben Halsband. Aber bis jetzt trotz allem noch halbwegs ausgeglichen. Noch können da beide Teams was rausholen.
Und jetzt versucht es hier über die linke Flanke ranzugehen. Ja, hinter diesem Dorito dann. Und da, klar, man sieht da schon rechts, also wir sehen das. Der Kamerawinkel ist ja auch nochmal etwas anderer. Der Kameramann hat den Vorteil, der kann stehen, wie er will. Wenn er gesehen wird, ist das scheißegal. Versucht hier wirklich auf Tuchfühlung zu gehen. Muss man natürlich aufpassen wie so ein Schiedsrichter. Im Idealfall ist man da unsichtbar. Und ja, da ist er raus, da ist er raus. Der Mann von Team Delta. Und das ist echt extrem knapp beieinander. Also wir haben jetzt 2-6 zugunsten momentan von Delta. Die führen, die haben auch das letzte Spiel gewonnen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, sehr taktisch. Also versuchen sie ja nochmal an diesen Tombstones sich zu verstecken. Vorhin haben sie es da durch die Mitte durchgemacht. Das hat jetzt seitdem keiner mehr probiert. Oh, da ist nochmal ein paar schöne Treffer rausgehauen. Ja. Und der McKay hat genau hier schon ordentlich eingesteckt. Ja, aber sein Team ist, oh, jetzt gerade wieder... Nur noch 4 HP. Ist am Führen tatsächlich, sein Team. McKay ist ja auch derjenige, der bisher am häufigsten getroffen wurde im letzten Spiel. Liegt jetzt hinten mit minus 12. Oh, das muss er raus. Ja, da muss er raus. Das wird ihm gar nicht passen. Also Delta, wie gesagt, das Hinspiel haben sie gewonnen. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Jetzt ist Alpha wieder am Führen. Und da rückt auch Alpha vor. Hat momentan etwas mehr von der Map, hat ein bisschen mehr Spielanteil generell. Ja, da hinten versucht er sich anzuschleichen. Ich glaube, er wurde gar nicht gespottet. Doch jetzt sieht er ihn. Muss auch einige Treffer einkassieren. Er versucht jetzt hier rumzukommen. Und er schafft es auch. Oh, schau mal, ganz lässig. Oh. Da war, da musste er nachladen. Da hat er sich überschätzt. Gut gemacht. Schau mal das Grinsen. Da hat er gedacht, er hätte ihn gehabt. Und dann, oh, Magazin ist leer. Ja, also Alpha hier einen ganz kühlen Kopf bewahrt. Und das war wichtig. Ja, ein bisschen überschätzt da der McKay, aber passiert. Sollte natürlich nicht in so einer ernsthaften Partie. Da geht es wirklich Schlag auf Schlag gerade. So, jetzt hat er, haben sie sogar Rauchgranaten dran. Und ich habe gehört, bei diesen Software-Spielen, dann nutzen die dann teilweise sowas auch wie Rauchgranaten für Messer, Deckung und Granaten, so weiter. Alles. Alles dabei. Ja, also bisher natürlich ein guter Job. Sind auch aktuell in Führung, Alpha. Jetzt, das ist weit zurückgedrängt, wie gesagt, das Team Delta. Weit zurückgedrängt. Taktische Anweisung, also das beherrschen sie ja beide. Man kennt sich, das ist einfach so die Sache. Ist das jetzt die Revanche? Geht's jetzt in die andere Richtung? Mal schnell hinters Gebüsch. Ja, und da wollen sie wieder Boden gut machen. Jetzt... Was man hier auf beiden Seiten gut sieht, eigentlich immer geduckte Haltung natürlich, um halt die Angriffsfläche zu minimieren. Das macht vielleicht auch der Rucksack. Ja, klar, der zieht dich nach unten. Das ist ein ordentliches Gewicht, was du dazu packst. Ja, wollen natürlich da so ein bisschen Show liefern. Das haben hier sieht man halt diese Kette, die sie bilden. Normalerweise würdest du also auch sehen, dass auf einen Flanke möchte sich jetzt hier der linke Spieler, den wir gerade im Bild haben, möchte sich ein bisschen weiter vorkämpfen. Weil jetzt fehlt ihnen halt hier ein ordentlicher Winkel gerade. Richtig, man geht normalerweise immer über Kreuz quasi, weil es einfacher ist. Das heißt, du schießt ja immer ins Innere und so deckt man halt nicht nur die Mitte ab, sondern die Flanken. Das heißt, der linke Spieler deckt die rechte Seite ab und der rechte Spieler deckt die linke Seite ab. So zumindest im Idealfall, wenn man denn die Deckung so immer bekommt, weil das ist ja diese Taktiererei. Jetzt muss es erstmal zurückgehen, wieder einer rausgenommen. Es ist wirklich nah beieinander, es sind 50 Punkte, wo die Spieler auseinander liegen. Das ist echt nicht viel, was wir gesehen haben. Ja, jetzt kommt hier nochmal ein Anschleichversuch. Steht er auch sehr, sehr nah an der Balustrade dran. Ich glaube, er wurde hier gerade von Alpha noch nicht entdeckt. Jetzt vielleicht. Könnte sich jetzt mit anschleichen auf der anderen Seite. Er loopt da gerade vor. Und, ja, oh, da guckt er wieder vor. Aber Vorsicht, it's cool, man! Und dann... Zwei Leute, die jetzt gerade auf ihn hier schießen. Oh, ja, kriegt er nicht ganz mit hier, der Mann von Alpha. Aber er steht gut hinter der Deckung. Ja, jetzt haben wir einen Deckungswechsel da hinten. Und das war aber schnell genug. Da war er gerade aus der Sicht raus. Ja, aber gegen zwei Mann kassiert hier immer wieder. Das sehen wir. Gerade einige Treffer einstecken müssen. Hat also nicht mehr die meisten Lebenspunkte. Schaut sich immer wieder um auch zu seinen Teamkollegen. Aber ich finde es sehr geil, wie sie einfach aus der Deckung immer mal wieder an anderen Stellen rausgucken. Und das ist ganz wichtig. Ich meine, ja, das kennt ihr vielleicht aus verschiedensten Ego-Shootern. Wenn ihr an derselben Stelle mal rausguckt, dann wartet einfach nur noch ein Sniper auf euch und verpasst euch direkt den Headshot. Also immer mal wieder in der Deckung auch wechseln, wo ihr mit dem Kopf dann vorlugt. So, und jetzt mit allen Strategien, teilweise auch einhändig, damit man weniger Trefferfläche bietet und nicht ganz raus muss mit dem Oberkörper, mit dem Kopf, was natürlich Trefferfläche bietet. Und ja, das war's. Und diesmal ging's an Alpha. Alpha hier das stärkere Team diesmal.
Ja, schauen wir uns das mal an. Wenn wir dann nachher die Statistik auch haben, erstmal gehen die Spieler natürlich hier zur Auswertung zurück. Genau. Also falls ihr schon mal Laser Game gespielt habt, dann kennt ihr es natürlich. Am Ende, ich meine, das Adrenalin fährt dann langsam wieder runter und man hat dann erstmal wieder den Schweiß, der langsam runterkommt und dann kommt die Realisation, oh Gott, Statistiken, oh Mist, ich hab's total versaut. Ja, das ist, also ist schwierig einzuschätzen. Also wenn man ganz schlecht ist, dann merkt man das. Wenn man ganz gut ist, dann merkt man das. Aber sonst so dazwischen ist es sehr schwer einzuschätzen, ob man jetzt, also man kriegt zwar immer wieder Feedback, wenn man Gegner trifft, sieht man es, wenn es bei ihm leuchtet. Wenn man selber getroffen wird, dann kriegt man auch dieses akustische, dieses Autsch dann zu hören. Und klar, das fühlt sich dann immer doof an. Auf der anderen Seite weißt du auch nicht immer, ob du getroffen hast oder ob dein Gegner getroffen hat. Also wir haben jetzt auch nochmal die Bestätigung, Team Alpha hat gewonnen. Ja. Das heißt, jeweils das andere Team in diesen Top-Begegnungen hat den Sieg davontragen können. Also das Team quasi. Das heißt, wir merken mit den grünen Bändchen. Ja, die Spitzenteams sind sehr nah beieinander. Genau, das grüne Team gerade eben, Team Alpha, konnte gewinnen mit, ja, da freuen sie sich schon, mit McKay das Team. Also in Gelb, das waren die Deltas, haben dieses Mal die Niederlage davon getragen. Also von den Scoreboards passt es dann auch insgesamt. So, jetzt haben wir sie im Bild. Bisschen ernüchtert, aber ich denke, sie sind immer noch gut dabei, ja. Spielen auch immer noch um den Gruppensieg mit. Auf das ist alles möglich. Kann natürlich sein, dass sich jetzt beide Teams dann punktgleich einstellen. Und deswegen werden wir mal schauen, ja, wie sich das Ganze dann am Ende des Tages ausgeht. Ob wir wirklich ja, dann nochmal Spiele sehen müssen um den ersten Platz. Das kann natürlich alles sein. Also wir sind heute für euch den ganzen Tag da, live auf der Jun Dortmund. Und wenn ihr vorbeikommen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch noch machen. Klar. Und wir freuen uns natürlich auch auf jedes Feedback, was ihr geben könnt. Und wir schauen uns jetzt erstmal nochmal die Brackets genau an, wie jetzt hier der Punktestand ist. Richtig, und das ist einfach top ausgeglichen. Wie gesagt, Bielefeld eben gewonnen, jetzt hat Alpha gewonnen, das heißt Alpha Punktgleichheit. Kann ausgleichen, ja. Ja, komplette Punktgleichheit. Aber Andrew Griffins und natürlich die 4E-Players, beziehungsweise Techno Forever Players, sind auch komplett raus. Das heißt, da werden auch die Punkte zurückgesetzt, auch auf 0. Und ich weiß nicht, kann Andrew Griffins hier nochmal zurückkommen? Was meinst du? Sie haben, glaube ich, jetzt noch zwei Spiele? Ja, also sie haben ja noch zwei Spiele, das heißt, es sind 6 Punkte. Damit also eigentlich damit nicht, mehr möglich, nicht mehr möglich, da zwei Teams mit 9 Punkten. Aber man kann sich natürlich noch gut präsentieren. Aber Druckwelle hat durchaus noch eine Chance. Ja, Druckwelle hätte noch eine Chance. Druckwelle müsste natürlich die nächsten beiden Spiele gewinnen. Dann wäre das noch möglich. Und gesagt, mit Andrew Griffins, man will sich aber trotzdem gut aus dem Turnier verabschieden und nicht komplett ohne Sieg dann am Ende dastehen. Ich glaube, das wollen die sich nicht geben. Also nein, die müssen nicht sein. Müssen ja die kompletten Mädels vertreten, die dann vielleicht auch live zuschauen. Wir haben jetzt als nächstes dann Laser Game Dortmund gegen die Laser Game All-Stars. Das heißt, das jetzt ist unser Showmatch. Ja, ein richtig schönes Showmatch, was wir gleich sehen werden. Und das in einem ganz besonderen Modus, habe ich gehört. Das werden wir uns gleich auch nochmal erklären lassen. Ja, ich hoffe, dass dieser Modus kommt. Ich weiß nicht, haben wir jetzt für das Showmatch den anderen Modus? Oder? Das wäre natürlich, ja, wir werden es gleich erfahren. Das werden wir dann live sehen. Also den Unterschied werdet ihr sofort merken, weil das ist ein ganz anderes Spiel. Ich glaube auch, das ist so ein Spiel, was halt draußen nochmal mehr Spaß macht. Richtig, also Laser Game, früher war es nicht möglich, weil Streuung, da musste man in dunklen Räumen, man kennt das vielleicht von How I Met Your Mother, ja, dunkle Halle. So, ja, also für Kinderspiel, so mit dieser Weste an und so. Aber das ist hier schon eine ganz andere, also 4 erwachsene Technologie, die ganz halten halt auch was aus. Du kannst halt auch mal in Dreck schlagen, also beziehungsweise das solltest du nicht machen, aber natürlich passiert es. Einfach im Eifer des Gefechts, dass du da mal drauf landest oder sonst was. Und das können die alles ab. Also dafür sind die halt auch gebaut. Richtig, also man muss schon sagen, das ist sehr nice. Wie gesagt, wenn hier der ein oder andere ja, Kleinigkeit uns da unterläuft, was die Technik angeht. Bedenkt bitte, es ist das erste Mal, dass wir sowas live im Feldversuch quasi testen. Wir sind die Versuchskaninchen für euch. Und ich denke, dafür läuft es eigentlich extrem gut. Mir macht es eine Menge Spaß. Und wie du schon gesagt hast, euer Feedback wäre da, denke ich, doch sehr interessant. Du hast gesagt, du hast ja auch im Verein gespielt, richtig? Ja, so ist es. So ist es. Wie lange? Ungefähr 1,5 Jahre, würde ich sagen. 1,5 Jahre, ja, dann bist du ja schon ganz gut mit dabei. Ah, so, also okay. Diesmal wird es mit der AK sein, kriege ich gerade die Info. Wir sehen hier ja auch schon die ganzen Waffen. AK-47 ist jetzt hier die Waffe im nächsten Modus. Und da hat man einige Schüsse im Magazin und auch ein bisschen mehr Leben dafür. Also genau, wir haben sonst gespielt mit 20 Lebenspunkten pro Spieler. Und jetzt waren es, glaube ich, 35, wenn ich das gerade richtig gesehen habe.
Genau, und überhaupt mit der AK, das heißt mehr Schüsse, man kann also auch mal draufbleiben, muss dadurch auch häufiger mal nachladen, aber das heißt jetzt in AK-Modus. Ja, man kann alles einstellen, man kann sogar Medics mit Wiederbelebung, all sowas ist möglich, muss man natürlich auf seinen gegnerischen Kollegen, beziehungsweise auf den freundlichen Kollegen zielen. Ja, und ihr seht jetzt hier gerade immer nur Modi mit Respawn, aber du kannst das Ganze natürlich auch so spielen, wie man das aus Counter-Strike vielleicht gewohnt ist, dass du halt ein Leben genau, hast. Das wenn das auch verbraucht ist, dann musst du halt bist du komplett mit raus Bombe, aus dem Spiel. Selbst mit Bombe, das genau. Geht alles. Das alles, geht alles. Das geht wirklich alles. Wie ihr wollt, deswegen schaut mal vorbei auf lasergame.de. Da kann man sich nämlich informieren über diese Spieler und das dann auch mal austesten. Und einfach mal anfragen, welche Modi die haben. Die besitzen eigentlich alle die gleiche Software, also theoretisch, wenn man da mit denen quatscht. Gerade für Junggesellenabschiede eigentlich eine tolle Sache. Ja, auf jeden Fall. Also Junggesellenabschiede haben wir viele immer gehabt. Dann natürlich auch die Möglichkeit irgendwie, dass quasi Firmen das machen, um so ein bisschen das Teamwork anzuspornen. Und das hat auch immer sehr, sehr gut geklappt. Ja, und genau, wir sehen jetzt hier Laser Game Dortmund und ich bin mal gespannt, wie sich die All-Stars zusammensetzen werden, die Laser Game All-Stars. Ich sehe gerade schon, der Chefinformatiker Veit macht sich da bereit. Ja, das ist der, der das Hauptauge natürlich auf die Technik hat. Das kann spannend werden. Der ist ja wirklich, wie du schon gesagt hast, seit 94 dabei. 1994, da musst du den mal reinziehen. Ja, seitdem bastelt der da schon dran. Da war dann noch ein kleiner Bub. Ja. Und vor allen Dingen, weißt du, was ich mir jetzt gerade so überlege? Eigentlich Nein. Ist es so, bei Entwicklern oder bei Codern oder wie auch immer, du baust dir immer eine Backdoor ein in dein System, dass du irgendwie so wie nochmal Zugriff hast. Ich frage mich, ob der sich irgendwie so einen speziellen Demo-Modus eingebaut hat, unendlich Leben oder irgendwie zehnfache Schussfolge oder sowas, so ein Burst-Modus. Das übrigens, Burst-Modus gab es früher bei der alten Generation. Das gibt es hier natürlich auch als separaten Foltermodus in verschiedenen Variationen. Und da war es so, da konntest du quasi dein halbes Magazin verschießen mit einem Schuss, hast dann pro Treffer aber 5 Schaden gemacht. Okay. Das fand ich immer sehr genial. Da musstest du zwar genauer zielen, durftest weniger verschießen, aber dafür hat es dann halt richtig reingehauen. So, es geht aufs Feld. Und wenn ich das richtig sehe, hier haben wir Laser Game Dortmund in auch einer etwas anderen Besetzung dieses Mal. Also da ist der Klaus Martin, ist mit dabei. Genau, Klaus ist mit dabei, dafür der Martin ausgetauscht worden. Hier haben wir den Veit und dann noch den Toni und den Axel haben wir da. Die drei Jungs. Das Laser Game All-Star. Das ist eine sehr starke Konstellation. Das definitiv. Hier. Also ich würde eigentlich schon fast sagen, dass das All-Star-Team hier favorisiert ist. Auf jeden Fall. Nicht umsonst heißen sie All-Stars. Und da kommt der Startschuss. Veit pirscht los. Genau, sie sind auf jeden Fall favorisiert, das muss man sagen. Los geht's jetzt also das Spiel. Und wir sehen jetzt Axel. Und der muss direkt ein paar Treffer einstecken. Wer hat sich denn da aufgebaut vor ihm? Und dann schau dir das mal an. Da taucht er gleich tief. Oder jetzt kommt er wieder hoch. Kriegt aber gleich ein paar Schüsse ab. Das ist halt eine schwierige, schwierige Balustrade da. Ja. Oh, momentan jetzt gerade sogar am Führen, das, nein, gar nicht mal. Tatsächlich jetzt Team Grün am Führen, Laser Game Dortmund, Laser Game Bielefeld. Ja, es ist tatsächlich sogar noch Bielefeld. Es ist natürlich All-Stars, das ist natürlich Quatsch. Das passt natürlich jetzt nicht. Wird aber sicherlich auch gleich gefixt. Aber man sieht schon, es geht hier schnell hin und her. So, da sehen wir es. Teddy versucht sich da irgendwie an Veit. Und Veit, ja gestern auch jemand, der trotz seines Alters sehr mobil über das Feld gepäst ist. Ja, den haben wir gestern schon gesehen in unserem privaten Showmatch. Oh, da nämlich, der sucht die direkte Konfrontation. Dem ist das scheißegal. Jetzt muss er mal zurück, denn da hat er gut Luck bekommen. Und wow, wie die Punkte hier springen, das ist unglaublich. Ja, Laser Game Dortmund kann da wirklich ganz gut gegenhalten. Also die All-Stars schlagen sich bisher noch nicht so gut. Nee, also die fetzen sich gerade richtig, muss man sich überlegen. Oh, da kommt der Dive. Richtig aber gut. Aber musste auch ordentlich einstecken, konnte aber Veit rausnehmen. Also eine sehr schöne Aktion. Jetzt kommt von der linken Seite jemand angepirscht und er liegt da am Boden. Kann er ihn jetzt rausnehmen? Ja, er kann ihn rausnehmen. Wunderbarer Move hier von den All-Stars. Ja, und da sieht man natürlich auch Nasty, die freut sich, nimmt nämlich den nächsten raus. Und damit geht's hier zurück für das All-Star-Team. Lassen wir einfach mal ruhig Bielefeld stehen, kann nicht mit leben als alter Ostwestfale. Und die sind jetzt tatsächlich weit zurückgedrängt. Also vielleicht haben wir sie ein bisschen überschätzt, aber man sieht schon, die Punkte nähern sich jetzt wieder ein wenig an. Also es geht jetzt ganz schnell in die andere Richtung. Die Ostwestfale ist von hinten rangeschlichen. Da macht es ja auch ordentlich Schaden, aber er läuft so lange ohne Cover, dass er hier wirklich einstecken muss. Und er muss einfach rausfliegen jetzt in der Aktion.
Das war vielleicht, da kamen sie gerade ran, ein bisschen zu übermütig, was sie da getan haben. Da haben sie nämlich gut kassiert. Und damit der Punkteabstand wieder größer, Dortmund am Führen erneut. Ja, die Allstars müssen sich nochmal neu aufbauen, von hinten das Feld wieder neu aufmischen. Ich sehe hier gerade, dass Dortmund sich jetzt hier wieder die hohen Positionen geholt hat, aber die bleiben in ihrer Feldhälfte, die haben aus dem Spiel davor gelernt. Oh, guck mal, das sieht ein bisschen gefährlich aus, muss ich sagen. Ja, er kann gut einen rausnehmen, das sieht man gerade, hat aber auch selber kassieren müssen. Ein bisschen akrobatisch, ein bisschen gefährlich auch, was er da macht, aber man muss sagen, im Gegensatz zum All-Star-Team ist das Team von Dortmund natürlich jetzt auch eingespielt. Ja, und die sind jung, die können noch ein paar Knochenbrüche vertragen. Ja, sollte natürlich nicht sein. Also, liebe Kinder da draußen, nicht nachmachen. Aber das ist vollster Einsatz, den wir da sehen. Das sind Profis, das sind Stuntmänner, die können das. Genau, ja. Oh, die All-Stars müssen nochmal ordentlich einstecken hier gerade. So, Axel schaut, ob es fällt sicher ist. Aber die haben echt jetzt schon ziemlich viel eingeschickt, ehrlich gesagt. Wir merken vielleicht, Nasti gerade rausgenommen, die läuft zurück, aber von rechts hin hat er spät gesehen, nimmt den aber auch raus. Vielleicht schauen jetzt das Comeback und jetzt stürmen sie nach vorne. Jetzt wissen sie, zwei Mann rausgenommen, haben jetzt die Überzahl und erobern das Feld. Das ist wirklich gerade der Ansturm gewesen. Jetzt stehen sie ganz, ganz weit vorne in der Basis von Laser Game Dortmund. Aber auf der rechten Seite versuchen sie gerade noch mal rauszukommen. Veit nimmt da gut ein paar Treffer raus. Ja, Veit jetzt auch jemand, der sich sehr zügig übers Feld bewegt, aber so wirklich will das gerade jetzt nicht werden. Also es ist, der Punkteabstand wird trotzdem noch größer. Na, Kameramänner alle, wir lassen alle übers Feld laufen heute. Ja, es ist gar nicht mal so einfach gerade, da die ordentlichen Winkel hinzukriegen, dass ihr auch die perfekte Sicht habt. Ja, also vor allem bei so einem schnellen Spiel. Also ich glaube, das ist mit Sicherheit eines der schnellsten Spiele. Ständig sieht man hier Männerkörper über den Platz rennen und mittendrin dann Babydoll. Aber trotz allem, bis jetzt ist Dortmund in einer sehr, sehr beherrschenden Lage. Sie können es auch immer wieder zurückdrängen und wurden da auch nicht in ihrer Basis allzu lange eingesperrt. Also die Tipps, die sie uns gestern gegeben haben mit dem Vorpreschen gleichzeitig, die nutzen sie konsequent selbst aus. Da ist er gut dran. Jetzt sehen wir hier Toni. Und Toni kann da vielleicht jetzt... Nein, Toni ist raus. Und dafür jetzt Babydoll, Nasti. Gibt ihren Kollegen nochmal die Hinweise. Jetzt sind direkt neu gegen Veit, muss nachladen. Ja, Veit gerade im rechten Zeitpunkt auch zurückgegangen hier. Also das Nachladen kam ihm ganz recht. Ja, es waren einige Teamtreffer jetzt tatsächlich sogar dabei, aber das passiert hier im Eifer des Gefechts. Hier wird einfach so viel rausgefallen. Man muss ja auch sagen, warum dieser Score jetzt größer ist, wir sind hier im AK-Modus. Das heißt, man sieht es ja auch viel schneller blinken jetzt. Wenn dann ein Treffer kommt, dann kommen da zwei, drei alle hinterher. Da kriegst du halt eine ganze Salve ab. Also, jetzt von hinten, das hat sie gerade nicht gemerkt, von beiden Seiten angegangen. Schau mal, wie schnell die ihn rausnehmen kann. Dank des AK-Moduses und jetzt selber raus. Zwei Mann. Jetzt können sie wieder vordrücken, jetzt können sie wieder Druck machen. Die Allstars räumen das Feld auf. Sieht da schön, dass er auf der rechten Seite angegangen wird. Ja. Und sie sind aber zu dritt vorne. Veit spricht auf der rechten Flanke nach vorne. Sie wollen jetzt in die Basis rein, wollen sich jetzt hier mehr Kills holen. Sie müssen zurückkommen langsam. War gerade selber noch ganz hinten und jetzt einmal komplett über das Feld. Und jetzt geht's wieder andersrum. Bleibt ein bisschen zu mutig. Also wie gesagt, gerade der AK-Modus sorgt einfach für deutlich höhere Zahlen. Sorgt einfach dafür, dass viel schnellere Treffer erzielt werden und überhaupt das Spiel viel schneller. Da vorne im direkten Duell. Jetzt den nächsten raus. Wieder die All-Stars in Bedrängnis. Laser Game Dortmund vielleicht einfach zu gut eingespielt. Ja, aber jetzt sind gerade zwei Spieler nach hinten geschickt worden. Also jetzt haben sie schon eine sehr, sehr gute Position hier am Spawn. Ja. Muss natürlich aufpassen, dass sie selber nicht zu viel einstecken. Ja, jetzt der Toni hat gutes Sichtfeld. Kann er das nutzen? Oh, da kommt der eigene Kollege. Einer wird zurück. Oh, der muss auch eigentlich einstecken. Oh, also da muss er aufpassen, Axel. Da kommt der Stellungswechsel und von vorne kommt jetzt hier nochmal Axel rein. Nee, der Klaus wagt sich davor und Axel kommt von hinten. Oh, da gut gemacht, nimmt einen raus noch. Und das in einer 1 gegen 2 Situation, einen rauszunehmen. Super Schlagabtausch hier gerade von den Allstars. Aber sie brauchen mehr davon. Also man sieht eigentlich, dass der Punktabstand noch weiter am Wachsen ist. Was man natürlich nicht sieht, sie laufen immer schneller, immer häufiger hier auch zurück. Ja. So, jetzt vielleicht. Sie sind jetzt wieder in ihre eigene Basis zurückgedrängt worden. Müssen es halt nochmal aufrollen.
Jetzt hinter diesem Dorito, man sieht es natürlich da blinken, das heißt die Treffer da. Oh, direktes Duell jetzt, aber da kommt Fight ein bisschen zu spät. Jetzt kommen sie wieder ran. Jetzt kommt das All-Stars-Team gerade wieder so ein bisschen ran. Zwei Spieler rausnehmen, Nasty ist auch noch auf der anderen Seite rausgeflogen. Also die All-Stars drücken jetzt nach vorne. Das geht einfach super schnell, dank des AK-Modus. Ja, die Punkte, die häufen sich dann halt einfach an, wenn du da so viel Schuss im Magazin hast und die so schnell rausdrücken kannst. Ja, kein Vergleich. Also es ist, man kann schwer vergleichen zu den vorherigen. Aber man sieht hier, es sind zwei Teams da, die das Spiel nicht zum ersten Mal spielen. Und deswegen auch extrem schnell gestaltet das Ganze. Jetzt Fight rausgenommen von Nasty. Und da, ja, versucht sie noch weiter nach vorne zu kommen, aber da sind sie alle tot. Wie viel ist noch drin jetzt für das All-Stars-Team? Ja, was können sie hier wirklich noch erreichen? Ich meine, sie kommen zwar immer wieder nach vorne geprescht, aber es ist so eine schnelle Aktion, ohne halt wirklich, so mit Bedacht vorzugehen. Trotz allem. Ja. Die Punkte wurden hier scheinbar irgendwie gerade nochmal resettet. Ich glaube, sie haben da gerade einen Fix gefunden. Ah, okay. Oder einfach nochmal runterrationalisiert. Trotzdem sieht man hier Team Dortmund vorne und das war's. Ja. Das scheint der Endstock zu sein. Und guck dir da an, wie der Schweiß runtertropft. Also die haben sich hier wirklich nichts gegeben. Das war viel, viel schneller, als was wir von allen Teams bisher gesehen haben. Ja, definitiv. Also am Ende doch, jetzt sieht man es nochmal, die neu berechnete Punktzahl. Es war sehr knapp, definitiv, am Ende dann doch der Sieg für Dortmund, einfach vielleicht mal eingespielter gewesen. Ja, also ich glaube auch, dass es daran liegt. Ich meine, die All-Stars sind zwar All-Stars, da waren jetzt zwei Jüngere dabei, einer der Veteranen, aber halt nicht diese Team-Zusammenarbeit, die hat halt ein bisschen gefehlt und es waren halt viel so diese Einzelaktionen. Ich glaube, der einzelne Skill war vielleicht bei den All-Stars schon besser. Ja, das ist aber auch, wenn man, glaube ich, jetzt gerade so kalt starten muss. Und, ja, die anderen haben jetzt schon mindestens vier Spiele hinter sich. Genau, jetzt sehen wir nochmal die Auswertung. Jede Menge Treffer. Schau mal, wie viele Treffer tatsächlich da gelandet wurden. Also jetzt wirklich die komplette Score. Jetzt passt es auch mit der Berechnung. Und ja, wie gesagt, Dortmund besser, aber knapp. Schau mal, Babydoll. Also Nasty hat die zweitmeisten Hits gelandet. Wurde aber auch mit Abstand am meisten getroffen von allen Spielern. Also ja, das heißt, wenn du so weit Ziel vorne stehst, ne, dann bist du auch ein gutes Ziel. Ja, und Teddy nicht einmal getroffen worden und das in so einem krassen Spiel, das ist natürlich schon enorm. Auf der anderen Seite, ja, das Team der All-Stars mit Toni, Axel und Veit relativ nah beieinander. Also Toni hat schon gut zugelegt, 172 ja. Hits, nur 47 Treffer kassiert. Hat auf jeden Fall von allen Teams die beste Score, obwohl im Verliererteam. Guck mal, wie er sich da abhebt eigentlich. Toni hat hier komplett das Spiel gerissen und das ist auch das, was wir gerade gesehen haben. Der individuelle Skill war hier bei den All-Stars-Teams schon recht hoch. Also gerade Toni, ich meine, guck mal, der hat es komplett rausgerissen, 107 ja. Punkte. Im Prinzip hat er sein Team komplett gerettet. Ja, und natürlich stark. Also Teddy nicht einmal getroffen worden. Das ist natürlich aber auf der anderen Seite zwei Teamkollegen getroffen. Aber nicht einmal getroffen worden. Das ist schon heftig. Also der stand halt die ganze Zeit auch hinten drin, hat das Feld abgesichert. Und das klingt jetzt wenig, aber ich meine auf der anderen Seite, alles was positiv ist, hilft deinem Team. Auf jeden Fall. Weil du, wenn du selber auch nicht getroffen bist, auf der anderen Seite kann man dann auch wieder so ein bisschen drüber streiten, ob man dann vielleicht Überlegenheitssituationen hat liegen lassen. Aber ich denke, rundherum natürlich eine runde Leistung von beiden Teams. Ganz, ganz stark gemacht. Also von All-Star-Team als auch von Bielefeld. Und das im AK-Modus. Ja, das war halt schon mal ein spezieller Modus. Man hat schon gesehen, wie das eigentlich das Spiel auch verändert. Das ist halt wie schnell viel, das macht. Wie schnell es geworden ist. Und wie man die Strategie dann eigentlich doch ganz schön umstellen muss. Dann ist es halt doch eher dieses, ja, ich presche jetzt nach vorne, hau einfach mein komplettes Magazin raus und in der Zeit können meine anderen beiden versuchen, die rauszupicken, die dann auf mich zielen. Das heißt, du opferst quasi gezielt Spieler. Genau, also so wie ich das sehe, machen sich jetzt auch schon direkt die nächsten Teams bereit. Das heißt, wir machen ohne Pause weiter. Wir machen direkt weiter mit dem Team von Techno Forever Players. Die sind nämlich noch mit dabei und die bestreiten nun ihr nächstes Match. Wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe. Ja, ich glaube, die Players sind hier noch am Start und die stehen jetzt gegen Laser gegen Bielefeld an. Genau. Diesmal wirklich Bielefeld. Diesmal wirklich Bielefeld, nicht die All-Stars, sondern Bielefeld, die Stadt in Ostwestfalen am Teutoburger Wald. Die es nicht gibt. Die es sehr wohl gibt. Das wird sich herausstellen. Wenn sie hier gewinnen können, dann würde ich das vielleicht ansehen. Dann ich meine, isst du gerne fertig Pizza? Die kommt aus Bielefeld? Dr. Oetker kommt aus Bielefeld. Ja,
Shampoo mit Alpecin und so. Aber das kann man halt raufschreiben. Aber wirklich glauben tue ich es erst, wenn ich da war. Verschwörungstheorien. Schrecklich, das Internet, das Internet. Ja, deswegen auch schön, dass wir hier live auf der U in Dortmund sind. Wäre natürlich schön, sowas mal in Bielefeld stattfinden zu lassen. Aber nein, auf der U in Dortmund. Dortmund auch eine schöne Stadt. Ich meine, mein Herz schlägt ja sowieso schon schwarz-gelb. Und deswegen denke ich, bin ich da schon ganz gut aufgehoben. Auf jeden Fall, die Anstehschlange ist schon lang. Ja, viele Leute, die hier wirklich Laser Game ausprobieren wollen, auf der U, die live mit dabei sind, und genau so live sind wir eben auch mit dabei. Wir werden natürlich später auch nochmal schauen, dass wir auch in den Twitch-Chat kommen. Aktuell geht das nicht, deswegen schreibt uns doch auf Twitter oder Facebook. Ja, ihr seht es ja schon, da die Anstehschlange, und das ist nur ein kleiner Teil davon. Ja, da gibt es dann auch noch die Leute, die dann natürlich ihre Freunde auch anschieren. Was sind das denn? Immer 3-gegen-3 Spiele jetzt hier. Natürlich, wenn ihr selber mal spielen wollt, es gibt inzwischen, glaube ich, über 10 Locations in Deutschland. Und wenn ihr genügend Spieler zusammenkriegt, dann kommen die sogar zu euch gefahren und bauen da einfach was auf. Und ja, dann kannst du quasi überall spielen. Also schaut einfach mal auf lasergame.de vorbei und versucht euch selbst was zu organisieren. Beziehungsweise natürlich helfen die euch auch dabei. Und dann könnt ihr auch größere Spiele machen. Also ich glaube, wir hatten mal das Maximum 12 gegen 12 oder sowas. Das ist schon heftig. Das ist richtig heftig. Aber ich meine, da kannst du halt auch... Kann man eigentlich ganze Schulklassen, wenn man so mal guckt. Erstens mal das. Du kannst halt auch vor allen Dingen richtige Schlachten nachspielen im Prinzip. Ja, ich weiß gar nicht. Es war sogar mal in Planung, dass du quasi mit der Zeit irgendwie so eine Art... wie so ein Award-System hast, dass du quasi aufsteigen kannst, wie so Perks und sowas freischaltest. Ich weiß nicht, ob es das jetzt endlich auch gibt. Also ich nehme an, das wird nicht so relevant sein für die Leute, die so einmal im Jahr spielen. Aber für die regelmäßigen Spieler fände ich das schon eine coole Sache. So, oh, Killstreak erreicht, 20 Kills geholt in diesem Spiel. Okay, dafür kriegst du jetzt diese Waffe freigeschalten und was weiß ich. Ja, technisch, dann, wie wir sehen, jetzt inzwischen Golden einiges Gun möglich. Golden Gun-Modus. Kennst du das noch? Golden Gun-Modus? Ich kenne auch noch Quad-Damage. Ja, Quad Damage können wir alle, aber GoldenEye, die Good Old Times. N64. N64, vier Spieler. Hatte ich leider nie, aber. Nee, aber Quad Damage wäre eigentlich vielleicht auch nochmal eine Idee. Man könnte theoretisch alles mit diesem System machen. Also, man muss ja schon sagen, die Jungs haben da sehr viel Herzblut reingesteckt. Das merkt man auch einfach. Und mal schauen, vielleicht können wir euch noch den einen oder anderen Modus präsentieren, den King of the Hill-Modus eventuell. Ja, ich hoffe es ja. Wir haben noch ein Showmatch, was später nochmal kommt. Wir haben vorhin über den Sniper-Modus geredet. Vielleicht hört uns ja der Stefan zu und dass wir den dann nachher mal sehen können. Das ist so ähnlich wie Instagip, falls ihr das kennt. Das hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich war da selber nicht so optimal drin, aber Instagip auf Face in Unreal Tournament, das waren noch die guten alten Zeiten bei den LAN-Partys, oder? Eigentlich müssen wir das jetzt, wo du es gerade sagst, ne? Diese Announcer-Sounds sollten wir eigentlich auch reinholen. First Blood. Ja. Das stimmt. Warum sind wir nicht eher auf die Idee gekommen? Es ist schwierig, also ich meine, den Überblick zu behalten. Es kam selten der Double Kill vor. Und ich meine, richtig geil wird es denn erst bei Monster Kill. Sehr gut. Hätten wir vielleicht ein bisschen üben können. Aber die Spieler gehen aufs Feld. Es geht quasi jeden Moment los. Wir haben jetzt das Team Techno Forever Players gegen Laser Game Bielefeld. Genau. Und da haben wir auch die Live-Bilder jetzt hier in der Halle. Vielleicht habt ihr uns ja auch schon zwischendurch mal gesehen. Jetzt also in der rechten Ecke haben wir das Team Laser Game Bielefeld mit Otek, Marcy und Private Paula. Ja, und auf der linken Seite, da macht sich schon Techno Forever bereit mit Bilbo, Hard Frequencer und Iron Doom. Und los geht's. Hard Frequencer, die kann man natürlich auch super rufen, die Namen. Und ja, das Team von Techno Forever wartet noch auf den ersten Sieg. Das sind halt alles DJs, ne? Die haben so richtig geile Namen, weil du musst sie ja auch ständig im Broadcast ansagen. Oh, da kriegt er schon einige Treffer ab, aber kann sich da gut wegducken. Ah, guck dir mal die Position an hier. Wow, Laser Game Bielefeld, die haben sich schon direkt die Rollen da gesichert. Diesen Zanggriff schon, diesen direkten Zanggriff, aber wenn ich das gerade richtig sehe, nein, ist vertauscht diesmal. Das heißt, gelb ist Laser Game Bielefeld, wird jetzt gerade nochmal geändert. Laser Game Bielefeld führt aktuell 4 Treffer. Ja, doch nicht geändert, aber das kommt noch. Keine Sorge. Irgendwann kriegen sie es hin. Irgendwann kriegen sie es hin. Wir arbeiten dran. So, wir sehen jetzt im Bild Laser Game Bielefeld. Natürlich auch eine interessante Frisur für so ein Turnier. Ja, das ist ein Paintball-Pro-Spieler, hat er uns vorhin erzählt. Ja. Also der Marcy,
ist direkter Paintball-Profi, kann sich wohl damit so fast seinen Lebensunterhalt verdienen. Das hat mich schon ein bisschen erstaunt, dass es in Deutschland geht. Ja. Ich meine, in Amerika gibt es ja die Profi-Ligen und so weiter. Ich habe mir da mal ein paar Matches angeschaut. Das ist schon eigentlich ganz spannend. Also da können schon ziemlich coole Spiele entstehen. Jetzt ist es im Übrigen richtig. Jetzt haben wir Laser gegen Bielefeld auch rechts. Die führen nämlich gerade im Bild, wie du schon gesagt hast, Profispieler Massi. Und das sieht man auch immer an diesen zügigen Kopfbewegungen, die er da macht. Aber bisher, Techno Forever schlägt sich da auch nicht schlecht. Jetzt versucht er da, aber der ist raus jetzt, der ist raus, muss zurück. Aber jetzt einige Teamtreffer mit dabei. Sie sind sogar jetzt vorne. Nicht schlecht hier von Techno Forever. Zwei Spieler verloren. Das ist halt immer die Sache. Du opferst halt ein paar Spieler. Aber wenn der Dritte dann dafür auch wieder seinerseits ein paar Punkte machen kann, dann kannst du das ausgleichen. Schöne Position hier wieder von Bielefeld. Stehen jetzt wieder direkt am Spawn. Ist aber auch gefährlich. Ich denke mal, er ist schon sehr, sehr niedrig. Und auf der rechten Seite der nächste Spieler von Techno Forever komplett rausgenommen. Das ist der Teamwipe. Ja. Also das Team raus und jetzt schauen wir, ob es da vielleicht sich gleich in die andere Richtung bewegt, auch von den Punkten her. Ja, immer noch mal schauen, steht da gut am Ziel. Wir haben jetzt an sich einen besseren Zugriff aufs Feld. Ja, die, guck dir mal diese Position an. Sie haben jetzt schon wieder das V aufgebaut, kriegen ordentliche Winkel hin und haben nur einen Spieler vorne. Hat halt den Vorteil, der kann immer wieder das Feuer draufgeben. Aber sie opfern halt nicht mehrere Spieler, können halt also nicht unbedingt ihre Position instantan wieder verlieren. Ja, man muss ja sagen, also da haben sie sich bisher ganz gut gemacht, Techno Forever Players, haben sich auch gut gesteigert und führen gerade weiterhin. Ja, jetzt muss die Laser Game doch ein bisschen was einstecken. Ja. Und da kommt er auf die Ecke! Da geht es sogar an den Boden ran, war das Absicht? Oh, aber rausgenommen, komplett rausgenommen. Ein Spieler ist jetzt hier noch im Spiel für Techno Forever. Aber auch der wird direkt angegangen. Das ist der Face-Check. Und auch er wird rausgenommen. Zwei Spieler raus und direkt wieder ins Cover gerutscht. Sehr gut gemacht von Laser Game Bielefeld. Ja, also Laser Game Bielefeld, also man merkt natürlich, dass sie da auch schon langjährige, ich will gar nicht sagen langjährige Erfahrung, weil so lange gibt es den Sport ja noch nicht, aber dass sie da auf jeden Fall trainierter sind, als es die DJs sind. Ja, die kennen sich da mehr aus mit Clubmusik. Mit Stimmung machen, mit Party machen. Und ja, jetzt sieht man es nochmal hinter den Zielen links. Ah, jetzt passt es auch. Jetzt gerade nochmal die Neuberechnung. Wie gesagt, das wird live berechnet. Das sind nah beieinander. Ja, minus 5, minus 5. Jetzt tauscht sich das Ganze. Oh, Techno Forever ist jetzt doch wieder leicht vorne. Das sieht aber in den Spielsituationen nicht unbedingt so aus. Ja, aber selbst wenn man defensiv steht, also das hatten wir vorhin ja auch schon gesehen, bei den All-Stars, die waren sehr aggressiv, trotzdem gewann am Ende das Laser Game Team Dortmund und hier vielleicht die ähnliche Situation. Also sie haben sich da nochmal abgesprochen, was man festhalten kann, die DJs jetzt deutlich besser im Spiel als zuvor und sie könnten so ihren ersten Punkten einfahren. Ja, ordentliche Punkteanzahl, 4 gegen minus 14. Laser Game Bielefeld, was mir hier gerade beim Marcy wieder auffällt, die sind super schnell. Hast du diese Twitch-Bewegung gesehen, wie er einfach kurz hinter dem Cover vorkommt, immer wieder raustaucht, aber ganz, ganz schnell das Ganze. Ja, aber schau mal da, da gibt es auch so Situationen, da passt er dann nicht ganz auf. Hätte vielleicht ein bisschen mutiger sein können, aber jetzt von der Seite kriegt er richtig Feuer und weiß gar nicht, wie geschieht. Und er kann ihn rausnehmen. Ortek rutscht wieder ins Cover rein. Er hat aber vorher ein bisschen was einstecken müssen, geht es aber wieder ein bisschen bedachter nach hinten. Und immer schön im Cover bleiben, das ist das Wichtige, du darfst nicht so offen stehen. Das kannst du mal machen, um so ein bisschen rauszubaiten, aber danach schön ins Cover reinrutschen. Ja, also es ist diesmal eine richtig spannende Partie und jetzt Laser gegen Bielefeld erstmals vorne. Aber man merkt schon, was da für Teamtreffer mit drin sind, also mit dieser Hektik. Da muss Bielefeld auch selber jetzt erstmal klarkommen mit dieser neuen Situation. Sie haben sich ja vorhin durchgesetzt quasi gegen Dortmund, was so ein bisschen überraschend war. Wollten sich jetzt eigentlich wieder fangen und ist das jetzt die zweite Niederlage in Serie vielleicht? Sagt momentan vorne. Ah, ein paar Treffer konnten sie gerade noch mal reinhauen. Und da ist er auch raus. Wurde da von der anderen Seite noch mal angegangen. Man sieht halt, Techno Forever steht tief. Die stehen hier in ihrer Basis, haben halt eigentlich konstant, sind konstant nur auf zwei Spieler reduziert. Und Ortek, da rutscht er wieder in die Deckung. Das sieht auch schön aus, das muss man wirklich sagen. Ja, und vor allem, du bist halt schneller am Ziel, ne? Und schwerer zu treffen. Ja, du bist halt schneller unten. Also den Kopf unten zu halten, ist schon extrem wichtig eigentlich. So, wir haben jetzt das Team von Techno Forever.
hinter den Kissen am Spawning Point. Jetzt mal ein mutiger Move nach vorne. Und dann sucht er direkt das Duell. Aber kassiert hier gut. Kassiert gut. Muss also wieder zurück. Wieder zurück in das Ziel. Und das ist kein gutes Ziel, dieses kleine Dorito-Line. Nee, das haben wir gestern gemerkt. Also das kleine Dorito hat mir überhaupt nicht zugesagt. Kein ordentliches Cover, du musst eigentlich schon fast da drunter rutschen. Also ich würde mir das Ding fast eher als so ein kleines Hütchen aufsetzen, als mich da wirklich hinter zu verstecken. Ja, also die letzten Sekunden. Oh, das passiert da einige Treffer ein und trotz allem komplett rausgenommen, obwohl hier Laser Game Bielefeld komplett offen stand. Ja, also Laser Game Bielefeld gibt hier zwar so einen Ton an, wir haben wie gesagt die letzten Sekunden. Ich bin gespannt, wenn jetzt nochmal diese Live-Berechnung dann mehr oder weniger abgeschlossen ist, ob das dann am Ende des Tages auch wirklich so stimmt. Jetzt. Ja, also ich glaube, das ist hier wieder ein vertauschter Score. Oder geht er hart rein? Da ist der Facecheck. Direkt und beide raus! Beide raus! An sich natürlich ein guter Tausch so. Ja, da war Techno Forever noch mit dem zweiten Spieler am Start. Aber ich glaube, die sind dann auch beide raus gewesen. Also insgesamt ist hier gerade drei Spieler in der Aktion rausgeflogen. Also insgesamt würde ich sagen, Laser Game Bielefeld hat sich schon gelohnt, die Aktion. Definitiv. Und ich bin auf den Endstand gespannt. Ich glaube, es ist wieder ein vertauschter Score. Also irgendwie da so richtig grün werden wir heute nicht mit den Score. Nee. Irgendwie, ja, es ist halt ein bisschen verbuggt, kann man sehen. Das ist das allererste Mal, aber trotzdem, also euch diese Live-Bilder hier präsentieren zu können, überhaupt dieses System, und das haben die Admins natürlich im Blick. Also und gefühlt ist natürlich Laser Game Bielefeld dominanter, aber man kann auf jeden Fall sagen, stark gespielt von Techno Forever. Es wäre natürlich eine große Überraschung, wenn das jetzt hier wirklich... So, okay, ist natürlich schwierig zu sehen, aber wir werden jetzt gleich die Scores sehen und es sieht tatsächlich so aus, muss ich sagen. Ja, tatsächlich, also Base Rider, wenn das hier so stimmt, 44-0, nicht einmal getroffen worden, dann haben sie damit 25-51 das Ding gewonnen. Das wäre natürlich sehr, sehr hart, aber ich glaube, da gab es irgendwie ein paar Probleme mit den Scores, also unbedingt stimmt das vielleicht nicht. Da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht von den Admins ein paar Infos kriegen können, wie jetzt der aktuelle Stand ist. Also genau. Da brauchen wir noch eine Korrektur Auswertung. Ich glaube, das stimmt hier nicht ganz so sehr. Ah, okay. Also diese Nulltreffer scheinen wohl nicht zu stimmen, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Okay, weil keine Daten gekommen sind. Das heißt, man wird das wahrscheinlich jetzt nochmal nachträglich dann angehen müssen. Aber die restlichen Statistiken scheinen ja zu stimmen, also wenn man sich das mal so anguckt. Trotzdem allerdings, wie gesagt, stark gespielt. Das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, wir testen diese Technik zum ersten Mal so live und mit vielen, vielen Handys im Raum macht es das natürlich jetzt sehr, sehr schwer, das dann so durchzusetzen. Also es wird natürlich auch geschaut, wir sehen also da auch schon die nächsten Teams im Übrigen. Genau, die machen sich hier gerade schon bereit. Da sehen wir Dandy Nation, heißen sie übrigens, hier mit ihrem YouTube-Kanal. Also falls ihr die mal auschecken wollt, die Jungs von Druckwelle. Und die sind, glaube ich, jetzt auch das nächste Team. Und genau. Wir haben dann später noch ein Showmatch. Ich sehe, hier wurde schon die Box angetragen. Also vielleicht haben wir noch den King of the Hill genau, Modus. Das wäre sehr geil. Genau, der Punkt ist, bevor sich jetzt alle wundern mit den Live-Scores, nur die Live-Scores werden über Sandy übertragen. Die Waffen selber haben auch nochmal die Möglichkeit, dass man das direkt auslesen kann. Genau. Das heißt, es hat alles seine Richtigkeit. Es sind schon die Admins natürlich dran. Nicht, dass ihr euch dann wundert. Also sie sind da dran, kontrollieren dann den Stand nochmal an den Waffen und dann wird es das Endergebnis geben. Aber sollte sich das bewahrheiten, wäre es natürlich der Hammer. Das wäre richtig krass. Aber es ist natürlich schwierig, jetzt momentan zu sagen. Also ich würde sagen, so vom ersten Eindruck vom Feld würde ich sagen, es war vertauscht, aber who knows. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Fight hier von beiden Mannschaften. Definitiv. Und ich kann euch sagen, wenn ihr das live spielt vor Ort, dann gibt es halt diese Probleme nicht, weil dann hast du eben keine 4000 Handys in so einer Messehalle. Vor allem dann hast du auch diese Live-Scores in der Regel nicht, sondern du hast am Ende die Endauswertung. Genau, das ist genau. Weltpremiere, was wir hier machen. Deswegen, euer Feedback doch sehr interessant. Wir versuchen euch das natürlich so angenehm wie möglich zu gestalten. Hier live von der U in Dortmund, also wenn der Geräuschspiegel, aber ich glaube, das kriegen die Soundtechniker ganz gut hin, laut ist, dann liegt das da. Ich denke mal, das funktioniert gut. Wir sind hier nun mal auf der Messe und das ist laut. Also es dröhnt auch gerade schon so ein bisschen. Und falls ihr gerade hier vor Ort seid, direkt im Anschluss, also wenn wir hier so 18 Uhr langsam die Aftershow-Party mit den Jungs von Techno Forever. Ja, also ordentliche Aftershow-Party mit, ich glaube, Trance, Elektro und Party. Ja, Techno. Ganz viel Party. Ja, so viel Action. Genau, deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall noch vorbeizukommen hier auf der U-Jugendmesse in Dortmund. Morgen ja auch noch. Morgen allerdings ohne uns.
Morgen gibt es aber trotzdem noch Lasergame, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ihr könnt noch zum Spielen vorbeikommen. Richtig, dann habt ihr sogar alle drei Spielfelder. Wir haben hier drei Spielfelder, überlegt euch das mal. Drei, die ganze Halle für uns. Und die unterscheiden sich halt echt stark. Also hier das Pro-Feld, sage ich mal, wo wir jetzt drauf spielen, hat halt ein bisschen höhere Balustraden. Aber dafür hast du halt ein bisschen mehr Platz zwischen den Balustraden. Die anderen sind ein bisschen niedriger, aber dafür enger gepackt. Also die unterscheiden sich schon. Und da könnt ihr halt taktisch schon ganz andere Spiele drauf spielen. Ja, vollkommen richtig. Also wir werden dann als nächstes sehen tatsächlich Druckwelle gegen Bonn Air Alpha. Wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe. Das wird unser nächstes Spiel sein. Ihr könnt uns schreiben, wie gesagt, auf Facebook, auf Twitter, lasergame.de. Bekommt ihr hier eingeblendet, gebt den Jungs einfach mal ein bisschen Feedback. Vielleicht sehen wir sowas demnächst häufiger, dann vielleicht auch passt mit der Technik noch besser. Es ist jetzt erprobt, aber wie das immer so ist, ich meine, wenn man sich überlegt, der erste Flug, der Gebrüder Wright, der war jetzt auch nicht gerade der Langstreckenflug. Ja klar, ich meine, da muss man halt erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln und dann klappt das am Ende auch. Man stellt auch. Sich das immer so einfach vor. Man denkt, na, kann man nicht einfach hier. Sobald man aber selber sowas mal gemacht hat, weiß man, es ist halt eben nicht immer so einfach. Ja. Die Probleme liegen dann in den Details häufig. Und ich meine, solche Sachen wie, wir testen mal, wie das ist, wenn wir mal einfach mal 3000 Handys an einem Fleck haben, dann... Kannst du schlecht simulieren. Das kannst du schlecht simulieren, genau so ist es. Hätte man... also wie denn auch. Nichtsdestotrotz, also die Jungs geben ihr Bestes, das ist eine super, super Sache wohlgemerkt. Später werden wir dann vielleicht auch Zugriff zum Twitch-Chat bekommen. Kappa, kappa, kappa. Gucken. Wir brauchen also wir wissen, dass ihr da seid. Ich habe es ja vorhin in der Pause, bin ich zumindest kurz in den Twitch-Chat gekommen. Ich glaube, es sieht gerade so ein bisschen aus, als wenn wir eine kurze Pause machen, ehe wir hier weiter loslegen in die nächste Runde. Short Break. Was sagt denn da unsere Regie? Short Break? Oder machen sich Teams bereit? Dann machen wir einfach mal eine... Okay, ja. Machen demnächst weiter. Zwischendurch gibt es noch eine kurze Pause. Genau, das heißt für euch natürlich die Möglichkeit, schnell mal was zu trinken, was zu essen zu holen. Die uns hören können, wahrscheinlich eher zu Hause als hier. Ich habe vorhin auch mal mit dem Handy versucht, irgendwas zu machen, aber im Internet geht gar nicht. Ja, also das ist einfach sehr überlastet Messe, dass wer schon mal auf der Gamescom überhaupt auf der Messe war, weiß, wie sowas abläuft. Das ist einfach sehr, sehr schwer, quasi da durchzukommen. Wollte ein Bild auf Facebook hochladen und dann, naja. Aber nichtsdestotrotz, wir machen eine kurze Pause und sind dann wieder da mit dem nächsten Spiel. Bonn Air Alpha gegen Druckwelle mit dem Lasergame-Turnier, die Rückrunde und dann haben wir auch noch die Playoffs für euch. Oh ja, oh ja. Und ich freue mich schon auf das nächste Spiel, aber dann umso mehr auf die Playoffs und zu schauen, wer es jetzt hier schafft, ins Halbfinale einzuziehen. Also. Hat ihr ja gesehen, geht man dann zu mutig nach vorne. Dann hat man auf einmal das Problem, dass man von allen Seiten attackiert wird. Und das sollte natürlich nicht sein. Folglich muss man auch gucken, wie man vorrückt. Und das macht das Team von Bonn Air Alpha natürlich wesentlich besser gerade. Die sind halt taktisch versiert, da kommt er von hinten ran, slidet durch und der Headshot. Und sehr spät erst die Reaktion. Das was für ein Move. Wäre das online passiert, hätte das wahrscheinlich auf den Leck geschoben. Und das so sieht... Leck quasi aus in Real Life. Ja, nur dass wir es dann alle gesehen haben. Ja. Also die Observer, die können einfach mal sowas aufdecken und da gibt es keine Schummelanschuldigung. Nein, definitiv nicht. Also ja, meine Maus war kaputt, ne? Das bin ich mal gespannt, was hier die Ausrede sein wird. Ja, Bonnier wird hier kurz vorm letzten Ansturm nochmal gestoppt, muss da zurücklaufen. So viel Zeit hat er sich nicht lassen. Sein Respawn-Timer sind nur 10 Sekunden. Das heißt, er kann eigentlich auch schnell wieder ins Spiel zurückfinden. Und die brauchen sie jetzt auch, denn ein bisschen kann Druckwelle jetzt auch aufbauen. Und da kommt der Sprint nach vorne, rechte Flanke, der Wechsel rutscht durch und ist in einer guten Position jetzt. Kassiert hier auch immer wieder einen Treffer nacheinander. Natürlich wird da auch genauestens geschaut vom Spielfeldrand. Wir haben drüben auch nochmal eine große Leinwand aufgebaut, auf der man sich das live alles anschauen kann. Ja, aber bisher doch jetzt schon etwas dominanter Bonn Air Alpha. Trotzdem, also man muss sagen, Druckwelle schlägt sich gut. Also sie sind... ganz anders als noch zu Beginn, aber das ganze Turnier über ist eine Steigerung zu erkennen bei Druckwelle. Ja, das auf jeden Fall. Also die Absprachen funktionieren besser, aber
ich glaube, so richtig kommen sie nicht über die Mitte hinaus. Also sie sind hier schon auf ihrer eigenen Hälfte stark gefangen. Aber sie probieren es jetzt auch mit diesem V-Aufbau. Haben jetzt einen Spieler, der weiter hinten steht, der immer mal wieder Deckungsfeuer gibt. Und sie gehen auch vorsichtiger vor. Also versuchen sich nicht so sehr aus der Deckung zu bewegen, immer mal so über die Schulter zu schießen, immer mal wieder nur die Gun rauszuholen. Aber da hast du halt auch nicht den, die beste Aiming hier. Und das war's, oh, Game. Das war's schon. Also das kam mir mal wieder relativ schnell vor, muss ich sagen. Kommt es mir auch irgendwie die ganze Zeit. Ja, fettes Grinsen und da müssen sie sich leider geschlagen geben, ja, das Team von Druckwelle. Die Enttäuschung steht ihnen schon so ein bisschen ins Gesicht geschrieben. Trotzdem der Handshake natürlich GG von beiden Seiten. Und ich glaube, da kann man auch wieder drüber lachen, weil es macht halt einfach immensen Spaß. Und dieses Adrenalin, was halt durch deinen Körper fließt, das macht es halt schon sehr, sehr geil. Ja. Also ich muss sagen, es ist ein schönes Spiel, Laser Game. Und schön, dass wir wirklich dabei sein dürfen zum allerersten Mal, nachdem oder bei dem sowas probiert wird. So, und da sind wir natürlich auch live im Bild. Und man, wie man sehen kann, wir haben eine Twitch-Chat. Wir haben eine Twitch-Chat vor dabei. Ort. Also jetzt sehen wir auch jedes Kappa, jedes Grinsen, jedes was auch immer. Also Jungs, we're watching you. Ja, Big Daddy. Ja, es war auf jeden Fall eine spannende Begegnung. Sieger ist dann auch verdient tatsächlich das Team von Bonn Air Alpha. Aber die haben sich auch so dominant gezeigt. Am Ende ist natürlich die Frage, wird es da eine Punktgleichheit geben im Spiel um Platz 2? Wir werden uns auch gleich auf die Brackets anschauen. Die Brackets müssen erstmal ausgerechnet werden. Genau. Sobald wir dann da natürlich sind, wird es euch auch gezeigt. Aber ich glaube, du hast schon recht. Das ist relativ eindeutig. Die beiden Bonn Air Teams werden hier wohl advancen. Es sind noch nicht alle Spiele ausgespielt. Also ein Spiel haben wir da, glaube ich, noch. Genau, und aber wir haben jetzt gleich erstmal eine ganz große Besonderheit. Weil wir haben euch die ganze Zeit vorgeschwärmt, was alles möglich ist. Ja? Wir haben euch gesagt, es gibt King of the Hill, es gibt Bomb. Und jetzt gibt es gleich das nächste Showmatch. Und zwar wird hier eine Box aufgebaut. Ja, das ist die Simulation hier vom King of the Hill. Und zwar, was man hier vielleicht im Bild sehen kann, wenn die Regie gleich mal switcht hier auf die Box. Es ist halt eine Box, da kannst du markieren das Ganze. Markierst es für dein Team, dann läuft die Zeit für dein Team, bis das gegnerische Team das wieder zurückerobert. Und jetzt haben wir schon Winner Team Alpha mit 62 zu minus 92. Also doch recht eindeutig. Ja, also ein paar Teams gibt es mit dabei. Aber hier, genau, Team Alpha, sie bekommt es jetzt nochmal nachträglich, nachdem wirklich letzte Berechnungen abgeschlossen sind. Haben wir festgestellt, bei 10 Millionen Handys hier im Raum, mindestens. 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 Und das ist hier die Box, von der wir gerade gesprochen haben. Ihr seht schon da oben dieses kleine Loch. Da musst du reinschießen. Das heißt, du musst sehr nah ran, um den Hügel zu erobern. Und dann läuft die Zeit für dein Team, bis das gegnerische Team es wieder zurückerobert hat. Also ganz klassisches King of the Hill, macht aber hier beim Laser Game halt extrem viel Spaß, weil du halt immer wieder eine Ausrichtung hast auf die eine Seite des Feldes. Und wir haben es hier Laser Game Bielefeld gegen die All-Stars wieder einmal. Aber diesmal nicht Dortmund, sondern Bielefeld gegen die All-Stars. Okay. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht irgendwann der Stefan ja mal selber in den Ring. Ja, ich glaube, der hat alle Hände voll zu tun, das Ganze zu organisieren. Das wäre natürlich schön. Stefan hat damals, als wir gespielt haben, schon einige Moves gebracht. Also, ja, das stimmt. Der war so ein bisschen so der Kamikaze-Spieler, muss ich sagen. Der ist einfach mal reingerannt, hat dir die Gun direkt an den Kopf gehalten und einfach nur abgezogen. Ja, da muss man sagen, ist er auch schon so ein bisschen gnadenlos, kann man sagen. Ja. Auf jeden Fall, wir haben hier einen sehr schönen Tag. Wir hoffen, dass ihr das auch habt bei euch zu Hause vom Fernseher. Wer Bock hat, kann auf jeden Fall noch vorbeikommen. Es gibt nachher, glaube ich, noch Aftershow-Party hier. Live auf der U mit allem Möglichen. Ja, wenn ihr sagt, ihr habt es jetzt heute nicht geschafft, vorbeizukommen, habt aber Tickets für morgen, kommt morgen auch vorbei. Ihr könnt hier morgen auch spielen. Also das Turnier läuft zwar nur heute und wir haben eine Menge Spaß dabei, aber morgen geht es weiter mit regulären Spielen hier auf allen drei Feldern. Also richtig viel Lasergame-Action, volle Auslastung und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Nein, das auf gar keinen Fall. Gleich, wie gesagt, das Showmatch, was wir für euch am Start haben. Wir haben ja soweit auch von der Rückrunde, glaube ich, jetzt haben wir alles gesehen. Oder ist da noch ein Spiel offen? Ich glaube, es ist noch ein Spiel offen. Lass mich mal schauen. Ich glaube, Bonn Air Team Delta muss nämlich noch spielen. Und zwar, lass mich mal meine schlauen... Schau das mal nach. Wofür habe ich dich denn hier, ja? Ja, ich glaube, wir haben Emerald Griffins noch gegen Bonn Air Delta. Stimmt, das Mädels-Team, das Female-Team. Ich glaube, die wollen jetzt hier noch einen würdigen Abschluss liefern. So, also jetzt, wo wir eure Reaktion hautnah miterleben, wäre es natürlich interessant, wer drückt denn den Mädels die Augen? Die Augen? Die Daumen. Die Augen auf die Mädels.
Nee, das ist ja erst später. Nein, aber wer möchte denn, dass die Mädels hier mal irgendwie ein paar Punkte einfahren und vielleicht nochmal ein richtig schönes Spiel am Ende zeigen? Also darauf kommt es ja an. Ich meine, sie kommen nicht mehr weiter, das ist sicher, aber vielleicht können sie nochmal ein ordentliches Spiel rausdrücken. Nochmal alles rausreißen, nochmal alles rausdrücken, ja, die Daumen und nicht die Augen. Aber es ist ja auch noch so, dass wir das Halbfinale haben. Das ist ein Best of 3 jeweils, das Finale ein Best of 5. Wir haben auch noch ein Spiel um Platz 3. Also ihr merkt schon, wir haben hier gut Programm für euch, ordentlich. Für das erste Mal so ein Laser-Game-Turnier, finde ich, läuft es auch vergleichsweise glatt. Also zumindest die Spiele laufen alle. Live-Score, ja, mein Gott, da drücken wir jetzt mal wirklich die Augen zu. Ja, dafür sind wir auch da, damit wir dann halt sagen, okay, so und so läuft das. Und ja, das haut ja auch halbwegs hin, würde ich sagen. Definitiv, definitiv. Ja, und ansonsten erzählt auch euren Freunden davon, gebt uns auch gerne Feedback auf Twitter, auf Facebook. Jetzt können wir auch den Twitch-Chat lesen. Ja, Twitch-Chat können wir lesen, aber wie viele Leute schauen denn eigentlich gerade zu? Das können wir irgendwie gerade nicht sehen. Nö. Will nicht. Will gar nicht. 1500 hatten wir, glaube ich, vorhin, die sich für Lasergame interessiert haben, was eine großartige Zahl ist. Es ist für uns auch ein Feldversuch, es ist das allererste Mal. Ja, und wenn ihr sagt, fühlt sich's an? Naja, also anfühlen? Ja. Richtig, richtig geil. Wenn ihr jetzt sagt, naja, ich bin nicht so der Turnierspieler, mir macht es eigentlich eher Spaß, das mal mit meinen Freunden auszuprobieren, das könnt ihr machen. Es gibt in Deutschland über 10 Locations inzwischen, also es ist richtig stark gewachsen in den letzten Jahren. Also geht einfach mal auf lasergame.de, schaut mal, ob es bei euch in der Nähe was gibt. Selbst wenn das nicht der Fall ist, entweder könnt ihr in die Stadt fahren, also in Leipzig zum Beispiel haben wir ein sehr, sehr geiles Feld, wir haben ein Outdoor-Feld, wir haben ein Indoor-Feld, also beziehungsweise Indoor-Halle, also auch im Winter bespielbar, wunderbar. Dieselbe Situation gibt es in vielen anderen Städten auch. Und selbst wenn es bei euch keine Location gibt, dann könnt ihr immer noch mal anfragen, genügend Leute zusammenkriegen und dann kommt auch das Lasergame-Team zu euch und baut da was auf. Also auch die Möglichkeit besteht. Und wie hier zum Beispiel auf der U in Dortmund, ja, einfach genau. Mal aufgebaut, 3 Spielfelder. Das ist ja eigentlich mal, muss man ja sagen, Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachtsfeier, wenn die noch nicht geplant ist, ja. Oh, das finde ich eine sehr geile Idee. Und dann alle mit Rauschebärten. Wir haben das mal gemacht von der Firma. Wir sind dann alle mal Laser-Tech bzw. Laser-Game-Spielen gegangen. Ach so, das passt ja eigentlich auch. Ja? Ich meine, ihr seid ja alle Gamer. Klar, jetzt mal, ich meine, wir hatten ja den Lag im Real Life schon, wir hatten ja jetzt alles im Prinzip. Ja, weiß man schon, ja, meine Maus, ja. Die Maus steht vielleicht da drüben, ganz nett, mit dem blonden Haaren, aber nichtsdestotrotz, sobald die Jungs dann ready sind, werden wir auch durchstarten. Vielleicht gleich auch nochmal das Bracket eingeblendet haben, dass wir da auch wissen, wie genau die Standings sind. Das wäre dann langsam nochmal interessant, also gerade jetzt. Also ich glaube, vom letzten Spiel in der letzten Rückrunde, das sollten wir auf jeden Fall nochmal das Bracket haben. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade schon ready ist. Ich glaube, jetzt laufen momentan die Vorbereitungen hier für unser Showmatch. Sind unsere Spieler denn da langsam schon am Start? Sie stehen schon da, so halbwegs. Schon so halbwegs. Sie rüsten sich gerade aus. Wie gesagt, die Box steht hier direkt vor unseren Augen. Wir verpassen da also nichts, jeden Kampf. Und das macht es ja auch nochmal spannend, wenn man so ein Map-Objective hat, dann Da konzentriert sich alles. Wir hatten jetzt sehr verteilte Spiele jeweils. Immer so ein Vor und Zurück. Jetzt wird man viel mehr auch dann den Run auf die Box jeweils sehen. Sollte auch vor allem Fight nochmal spielen. Ich sehe ihn da jetzt gerade nicht bereit machen. Der war auf jeden Fall gestern jemand, der immer wieder Richtung Box gerannt ist. Ja, und tatsächlich, die Spieler machen sich bereit. Wir haben diesmal Bielefeld gegen die All-Stars. Ja, die All-Stars sind teilweise jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, der Mark und Dandy Nation, beziehungsweise die Jungs von Druckwelle. Okay. Also schon mal ein interessantes, bisschen durchgemischtes Team. So nach Motto, wer Bock hat. Ja. Also das ist nicht unbedingt das beste Team, wenn ich jetzt an Druckwelles Track Record zurückdenke. Okay. Aber mal gucken, der Marc, der hat halt einige Taktiken auf Lager. Das ist auch so ein Spieler der ersten Stunde. Mit dem habe ich auch zusammen schon im Verein gespielt. Also der hatte schon einige fiese Dinger auf Lager. Mal gucken, ob er die jetzt den Jungs schnell genug beibringen kann. So, da los ist der geht's und wir auf gehen geht's. Rein ins Spiel. Schauen uns jetzt an, wie da, ja, das All-Star-Team noch steht. Und wir haben jetzt direkt die Box schon erobert worden. Uhu. Ja, dem All-Star-Team in dem Fall bunt zusammengewürfelte Haufen. Es geht hinter die schönen aufblasbaren Hindernisse. Aber Marc kann hier die... Schön gemacht, wieder. Marc kann die Box hier erobern. Die läuft jetzt hier erstmal fürs All-Star-Team. Und jetzt muss Bielefeld kommen und die Box deaktivieren. Ist deaktiviert, genau. Wunderbar gemacht. Und sie haben auch gleich die Position hier auf der linken Seite gerettet. Ja, also sie haben jetzt die Box erobert. Und natürlich wird jetzt versuchen, das All-Star-Team diese Box einzunehmen.
Ja, und deswegen gilt es, diese zu verteidigen. Also das macht es schon mal komplett anders. Vorher zur Sicherheit einfach nochmal rein. Also jetzt wird zwar aus Versehen... Oh, da kommt der Face-Check. Kommt noch nah ran. Ist nicht ganz raus. Er will in die Box. Oh, er will in die Box. Und die Box ist auch wichtiger. Der kriegt die Box da vorne aber noch rein. Er kriegt ihn auch raus. Er kriegt ihn raus. Er kann die Box behalten. Ja, das ist richtig, wenn es leuchtet. Das ist deine Box schon. Und jetzt wieder zurück. Nein, nichts ist. Nichts ist. Da wird er vorher rausgenommen. Das haben sie gut gemacht. Konnten hier schön die rechte Flanke absichern. Müssen natürlich aufpassen, dass sie sich auf der linken Seite ein bisschen was aufbauen können, dass sie die Winkel raufkriegen auf die Box. Und genau das macht Marc hier. Da kommt der Slide, aber er ist nicht richtig sicher. Marc hat eine gute Position, kann schön abziehen. Ja, jetzt muss eigentlich das Laser Game Bielefeld-Team schauen, dass sie da die Box wieder deaktivieren, dass man da diesen Raumgewinn bekommt. Jetzt ging es gerade erstmal ein Stück weit zurück, gewunken nach dem Motto, guck mal, hier bin ich, und dann von der anderen Seite schießen. Eine Finte werfen vielleicht. So, und jetzt will er rein, wird aber getroffen und er kriegt es aber deaktiviert. Von allen Seiten wird er hier angegangen. Er nimmt ihn raus, aber selbst ist er raus jetzt. Ja, aber das war ein wichtiger Move. Sie behalten die Box, die Zeit läuft die ganze Zeit mit. Oh, da wird die Balustrade umgeschmissen. Da wird hier alles mit allen Mitteln und sie haben es wieder. Also das All-Star-Team hat die Box wieder. Es geht zurück und jetzt der Kampf wieder. Leute, ist dran. Nutzt die Box hier mit als Schutz. Balustrade ist wieder aufgestellt, das ist ganz auch wichtig, denn das ist die Balustrade, die unserem Team von den Allstars den Schutz gibt, um dann halt eben auch da ranzukommen an diese Boxen. Genau das macht Marc jetzt wieder, holt die Box zurück, kriegt das hin, ja! Schöner Move gemacht. Ja, also richtig, richtig gut, aber immer wieder. Also man sieht hier ganz klar Laser Game Bielefeld von hinten ran und das sieht er viel zu spät. Das hier passiert, das wird ihn richtig ärgern. Oh ja, aber bis jetzt haben sie die Box ganz gut gehalten, haben wir schon ordentlich Punkte reingekriegt. Der nächste Move jetzt hier ran, steht jetzt schon wieder hinterm Tombstone und da kommt er ran. Aber, oh, er kann sie erobern. Sehr schön gemacht, wird einmal im Gegenzug rausgenommen und direkt wieder zurückerobert. Da muss man richtig ins Loch rein quasi, muss man treffen. Ja, also Bielefeld, die sind jetzt hier schön nah an der Box dran, haben eine gute Position. Rechte Flanke ist abgesichert. Und jetzt auch hier vorne hinterm Tombstone steht er halt sehr, sehr gut. Die Allstars weit zurückgedrängt. Und selbst mit Marc als alten Veteran, das reicht halt einfach nicht. Ja, also nochmal kurz zur Erklärung. Es ist so, wenn man einen Treffer bekommt, kriegt man einen Punkt. Wenn man getroffen wird, wird ein Punkt abgezogen. Und wenn man die Box einnimmt, dann kriegt man Punkte über die Zeit hinweg. Genau, jede Sekunde zählt dann quasi wie ein Treffer. Und genauso funktioniert es hier in diesem King of the Hill-Modus. Da wird versucht, schon wieder jemand an die Box zu gehen. Das hat sogar geklappt, obwohl so viele Spieler da ringsherum stehen hier gerade für Bielefeld. Die haben die rechte Flanke komplett eingenommen und auch die Box wieder zurückerobert. Ja, also solange das Licht aus ist, ist das natürlich super für Bielefeld. Die wollen das Licht ausmachen. Das All-Star-Team will das Licht anmachen. Das sehen wir hier gerade natürlich von Team Bielefeld hier im Deutschland-Trikot. Ich glaube, er wurde da noch gar nicht entdeckt, weil er ist so frei. Oh, jetzt, da nimmt er den einfach raus. Schau mal, die Siegerpost jetzt. Also der hat, glaube ich, noch nicht einen Treffer da auf der rechten Seite kassiert. Absolute Kontrolle gerade für Bielefeld. Und die Uhr läuft halt die ganze Zeit auch für sie. Also doppelte Dominanz hier von Bielefeld. Ja, führen hier gerade auch extrem deutlich, so wie wir die Punkte da sehen können. Aber jetzt will er da den direkten Kampf. Und jetzt lockt er ihn davor und kriegt er den. Und ja, er kriegt ihn raus. Und selber rausgenommen jetzt. Das ist natürlich dieses doppelte Backup. Aber das sollste Team hat jetzt die Box, aber nur kurzzeitig sie müssen sie halten. Da kommt die Rückeroberung und das kriegen sie zu zweit natürlich wunderbar hin. Halt, wenn du nur einen Spieler verlierst, das reicht nicht. Das gibt dir nicht genügend Zeit, um die Box halt die Kontrolle zu bewahren. Ja, nicht nur das, sondern das Ding ist halt, da darf man auch nicht um jeden Preis. Klar, die Box bringt jederzeit Punkte, also so länger man sie im Besitz hat, desto mehr Punkte bringt sie tatsächlich. Deswegen haben wir auch schon sehr hohen Punkte-Counter, aber nichtsdestotrotz, es ist so, dass wenn du halt dabei stirbst, dann bist du in Unterzahl vom Team her und das gegnerische Team kann die Box halt sofort zurückerobern. Also man muss da schon ein bisschen taktischer vorgehen. Ah, es sind halt nur 20 Punkte, die ein kompletter Rauswurf. Oh, da geht's nochmal Face-Check direkt und Danny Nation muss sich da zurückziehen, hat einige Treffer einstecken müssen. Und wieder ist er noch im Spiel hier. Laser Game Bielefeld, rechte Flanke und gerade einen perfekten Schusswinkel. Muss jetzt gerade mal zwei, drei Treffer einstecken. Jetzt ziehen sie sich auf ihn ein. Jetzt ist er in die Enge getrieben. Und da kommt auch schon der Face-Check. Ein weiteres Mal geht ran, wird rausgenommen. Kriegt ihn raus. Und jetzt sind sie auf dem Vormarsch. Kriegen hier Laser Game Bielefeld raus, aber selber jetzt. Zwei Mann. Und es muss zurückgehen. Jetzt heißt es laufen. Laufen jetzt. Beine in die Hand nehmen.
Arme oh, und Beine bilden eine rotierende Scheibe und dann 2 gegen 1. Ja. Das ist unfair, da hast du keine Chance mehr. Sie behalten die ganze Zeit die Kontrolle auf der Box. Also absolute Dominanz hier von Laser Game Bielefeld. Ja, also das Schöne ist, man kann es ja auch Outdoor spielen. Also man kann es auch wirklich genauso im Wald spielen. Das bisschen Entschleunigen hier ist natürlich die schnelle Version um die Box drumherum. Jetzt geht es da wieder zurück. Raumgewinn ist da eigentlich kaum vorhanden, muss man sagen. Ja, sie kommen nicht an die Box ran. Die ist einfach von der rechten Flanke zu sehr gesichert. Jetzt wieder hier ganz, ganz nah ran. Kommt an die Box ran. Kann sie auch reinnehmen. Schöner Move und nicht allzu viele Treffer eingesteckt. Also es geht schon. Da ist die Rückeroberung. Oh, jetzt aber kriegt er wieder gut Treffer drauf. Das muss man natürlich nutzen. Die Box steht auch so, dass man immer wieder gut den Schuss dran bekommt. Aber man sieht auch schon, trotz der Box sind sie hier sehr weit in der Spawning-Zone zurückgedrängt am Spawning-Punkt. Jetzt ich wundere es halt, dass sie nicht versuchen, mal über die linke Flanke den Wechsel hinzukriegen. Weil wir haben halt die ganze Zeit hier unseren Spieler, der gerade hier versucht, ein bisschen mehr Feuerschutz zu geben von hinten. Also sie könnten halt das Feld auch einfach mal von der linken Flanke aufrollen. Die Chance besteht auf jeden Fall. Ja, also hier jetzt vielleicht... Die rechte Seite ist so zugemacht, da wird der nächste Spieler rausgenommen. Also das All-Star-Team auf jeden Fall hart unter Druck gesetzt, muss wieder zum Spawn zurück und da ran! Gut gemacht der hier. Der Ärger ist groß. Ja, wo war da der Backup? Wo war da die Hilfe? Und das war's, das war's. Das war's, und das Game. War ein starker Sieg von Laser Game Bielefeld, die wirklich die ganze Zeit die Box kontrollieren konnten. Wirklich die ganze Zeit in der gegnerischen Hälfte. Ah, starke Dominanz auf jeden Fall. Bielefeld hier mit, glaube ich, über 600 Punkten. Also die Box hat schon sehr, sehr lange für sie getickt und gleichzeitig hat auch immer noch die Teamkills gekriegt. Da mindestens 2 Spieler bei jedem Attacke auf die Box konnten sie rausnehmen. Das ist schon ein starker Sieg hier für Laser Game Bielefeld. Definitiv. Also ein starkes Spiel, was wir gesehen haben. Und Laser Game Bielefeld konnte das gewinnen. Also erneut unser All-Star-Team nicht erfolgreich gewesen. Jetzt muss natürlich wieder das Schlachtfeld so ein bisschen umgebaut werden fürs Turnier. Das heißt, die Box wieder entfernt, auch rausgenommen aus dem System. Auch das muss man sagen. Das ist ja komplett als selbst konzipiert. Das kannst du nirgendwo kaufen, sondern Laser Game Deutschland, die stellen die Waffen selber her. Es wird da gelötet, geschraubt, produziert, gecodet und im Hintergrund sehen wir jetzt auch schon die Mädels von Enro Griffins. Ja, die machen sich bereit. Die müssen jetzt gleich gegen das Delta-Team von Bonair ran. Ja, das sind harte Gegner. Also die sind, glaube ich, momentan in den Brackets auf dem ersten Platz. Ich glaube, das ist jetzt einfach mehr so ein Abschiedsspiel für Andrew Griffins. Aber vielleicht dafür noch ein ganz schönes. Vielleicht haben sie sich auch noch ein paar Tipps geholt vom Alpha-Team. Ich meine, die wissen, okay, wir können jetzt alle Tipps rausgeben. Die haben keine Chance mehr und vielleicht kriegen sie noch ein paar. Ja, aber vielleicht nicht nur das, sondern vielleicht wird er jetzt auch taktiert. Es ist ja gerade um den Gruppensieg kämpfend, Alpha und Delta könnten gleich sein. Das heißt, so die Mädels vielleicht nochmal so die letzten Kniffe verraten. 300 minus gegen minus 136 Punkte gerade, also ganz, ganz starkes Spiel von Bielefeld. Definitiv, also schon deutlich, muss man sagen. Mit der Box natürlich, gerade weil man sie die ganze Zeit kontrolliert hat, sind das noch ein paar mehr Punkte letztlich, die da aufs Konto fließen. Das Ganze, wie gesagt, wird live über die Handys berechnet. Jetzt die Live-Score nicht ganz so zuverlässig, weil so viele Handys im Raum sind tatsächlich. Ja, das haben wir das jetzt auch weggelassen. Voll, genau. Aber ich meine, wir haben euch immer up-to-date gelassen, was da wirklich passiert ist. Also schon wirklich gut und wichtig, dass man die Box hält. Ich denke, für das erste Mal, dass man überhaupt so ein Turnier gemacht hat, einfach eine super Sache. Und wir werden jetzt auch gleich uns die Brackets natürlich nochmal anschauen. Ja. Und, aber dazu eben später mehr. 304 Sekunden hat Bielefeld jetzt im letzten Spiel die Box gehalten. Die Box, das ist heftig. Das ist richtig, richtig heftig. Also... never do math on stream, ne? Aber trotzdem, 5 Minuten, wenn ich das gerade richtig gemacht habe, von einem 7-Minuten-Spiel, das ist schon sehr starke Dominanz. Und noch dazu halt weit vorne gestanden immer, noch zusätzlich die Teamkills geholt. Das war schon ein sehr, sehr schönes Spiel. So, da sehen wir jetzt die Deltas. Also das heißt, Born Air Delta gegen die Enro Griffins, das Female-Team, die sich heute gut präsentiert haben. Am Ende hat es aber nicht ganz gereicht. Also sie sind auf jeden Fall schon ausgeschieden, aber dieses Goodbye-Spiel vielleicht, so dass man selber schönen Abschluss liefern, vielleicht doch noch irgendwie einen Sieg rausholen. Vielleicht können sie die Jungs ja irgendwie ablenken. Ein kleines Ablenkungsmanöver planen. Ich will nicht wissen, was du jetzt gerade wieder denkst. Wieso, es war nur Chili. Wir können so ein bisschen... Pompons rausholen. Was denkst du denn? Ich sag jetzt einfach so gar nichts. Ich hatte so an Rauchgranaten gedacht, natürlich. Rauchgranaten, natürlich. Klar. Feuer machen in der Halle.
Ja, klar, so ein bengalisches Feuer einfach hin. Ich meine, hier hast du schon die ganzen, die Dortmund-Covers und so. Aha, wolltest du jetzt also sagen, unsere Dortmund-Fans würden alle nur zündeln? Who knows? Dieser Paul. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine sehr beliebte Sache, um die Fans nochmal anzuheizen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich glaube, bei den heißen Teams, die wir auf dem Feld haben, brauchen wir gar nicht mal viel anheizen. Die machen sich nämlich auch direkt so weit bereit für die nächste Runde. Und wir sehen natürlich, jetzt gleich noch ein Interview im Anschluss. Aber erstmal das Spiel. Genau. Also wir haben im Anschluss noch ein Interview, das Spiel, Interview mit Andrew Griffiths. Ja. Genau. Ein Mädel wird uns da hier auf unserer Casterbank hier joinen. Auf unserer Casterbank, ja. Mhm. Im Prinzip am Bierzelttisch das Ganze. Ja. Leider genau so. Ohne Bier. Das kommt später. Das kommt dann später bei der Aftershow-Party und davon reichlich. Also ich glaube, das können wir dann ausgleichen. Die 8 Stunden ohne, das können wir wieder mit 8 Stunden mit ausgleichen oder so ähnlich. Mal schauen. Ja, nichtsdestotrotz, die Spieler bereiten sich natürlich vor. Also wir werden gleich jeden Moment starten mit den Andrew Griffins gegen das Born Air Team Delta mit schon fast mein Lieblingsspieler McKay. Einfach, auf jeden Fall. Ja, da haben wir viele grade. Sympathiepunkte. Schon allein, weil er einfach mal mit dem Bart, mit der Frisur. Ja, ich meine, er ist halt einfach doppelt so alt wie seine Mitspieler, aber trotzdem noch genauso agil auf dem Feld unterwegs und auch mit genauso vielen taktischen Brillanzen, die er damit reinbringt in das Spiel. Und hier haben wir nochmal die taktische Unterhaltung fürs nächste Spiel. Vielleicht nicht ganz so notwendig, aber McKay, er möchte natürlich auch wirklich wissen, was seine Jungs da planen. Und es sieht so aus, als wenn sie ordentlich Druck machen wollen. Definitiv. Richtig cool mit der Sonnenbrille, aber wie bereits erwähnt, wenn man Airsoft spielt, dann muss man die Sonnenbrille aufhaben. Er ist beim Lasergame nicht notwendig. Das kann man auch im Übrigen unter 18 Jahren. Da gibt es gar keine Beschränkung, weil ja keine wirklichen Projektile fliegen. Genau. Aber wenn man sich das gerade mal angeschaut hat, die sind alle mindestens ein, wenn nicht sogar 2 Köpfe größer, auch auf dem Bild. Also das heißt, die Mädels erstmal eine kleinere Trefferfläche zwar, aber auf der anderen Seite auch so die Reichweite mit den Armen von den Zielen her, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Also sind ein bisschen gehandicapt vielleicht in dieser Tatsache. Aber die haben sich enorm gesteigert im Turnier. Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt mal gespannt, was sie jetzt zeigen können. Wir haben sie vorhin, jetzt in der Rückrunde, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Auf dem Backcourt waren sie schon, haben da noch 1-2 Spiele abgeliefert. Aber so auf dem Center Court noch gar nicht. Das heißt, mal gucken, ob sie jetzt noch stärker geworden sind. Ich glaube, es wird trotz allem... Das ist wie so ein Saiyajin, ja? So häufiger die spielen, desto stärker werden klar. sie. Level 9000. Goldene Haare haben sie ja schon alle. Ah, stimmt. Müssen nur noch hochstehen und dann... Aber fehlt noch so diese Energieaura. Nein, also kein King of the Hill mehr, sondern jetzt geht es eben weiter mit dem Turnier. Könnt ihr natürlich auch Feedback geben, wenn ihr den King of the Hill-Modus spannender findet. Das ist ja das erste Mal, dass wir überhaupt so ein Turnier machen. Und das erste Mal, dass überhaupt sowas auf Twitch übertragen wird und überhaupt übertragen wird. Deswegen, ja, Feedback immer gerne wünscht. Entweder auf lasergame.de, auf Facebook oder auf Twitter, je nachdem. Ihr bekommt ja beides eingeblendet. Oder eben bei uns, bei dir ist es GXXShock. Ja, aber ich könnte mich einfach G-Shock nennen, das passt schon. Ich habe das andere aufgegeben, das war irgendwann zu kompliziert. Musst du vielleicht nochmal umbenennen oder so. Das ist schwierig mit den ganzen URLs, ne? Ja, das passt schon. Ich bleib bei G-Shock. Ich fand's cool. Es gibt auch eine Geschichte dazu. Habe ich mal irgendwann auf dem Stream erzählt. Schaut mal meine VODs oder sowas. Irgendwann hab ich's mal erzählt. Bin ich aber auch neugierig. Oh Gott, das ist uralt. Aber wir haben die Zeit, glaube ich, gerade, wenn ich das so richtig sehe. Ich habe irgendwann mich mal für Star Wars Galaxies interessiert. Lange bevor es rauskam. Und da gab es, ich wollte halt dann auf dem Forum mitschreiben und sowas, halt in die Community eintauchen, wie das so ist, ne? Und war damals ein Riesenfan von diesen G-Shock-Uhren. Diese großen Plastikbomber, genau die, wo du halt so raufdrückst, dann kommen irgendwelche fancy Sachen, Lichter und sonst sowas. Und ich war total begeistert davon, aber G-Shock war als Nickname schon vergeben. Ich gedacht, was machst du denn da dazu? Oh, irgendwelche X'e. Natürlich. Wie Klauen oder so. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das auf jeden Fall. Damals mit Groß, Nix, Klein, Nix und O. Ja. Genau, schön die rotierenden Caps. Herzchen noch rein. Ja, die Herzchen, die gab es nicht. Oder ich wusste nicht, wie man sie macht damals. Ich meine, das ist ja schon Jahrzehnte her. Jahrzehnte? Gefühlt. Ja, da gab es noch keinen Computer, da hat er schon eh. Internet war noch brandneu, mein Freund. Nee, ich weiß, dass ich bin damals mit dem 28K-Modem durch die Gegend gedüst. Also, sowas hatten wir auch mal. Und so weiter. Aber letztendlich, der Witz ist eigentlich, ich habe dieses Spiel nie gespielt. Ich habe das Forum besucht, ich habe das Forum, glaube ich, bis kurz vor Release besucht und dann habe ich es komplett gedroppt. Also dieses Spiel nie gespielt, aber der Name ist geblieben, G-Shock. Sehr schön.
So, ich glaube, die Spieler sind jetzt langsam soweit. Genau. Alle haben ihre Schwimmbändchen auf. Und genau, da sehen wir auch schon die Attrappen. Ganz und der wichtig, Twix-Riegel. Der Twix. Ja. Der Energieriegel, das ist quasi das Medipack. Für die kleine Pause zwischendurch, oder wie war das? Ja. Ja, wobei, das war ein anderer Energieriegel. Nichts, nein, Snickers. Snickers? Ja, wenn es mal wieder länger dauert. Ah, stimmt. Und dann mit dem Scheiß, mit dem Eishockeyspieler, der irgendwie Ewigkeiten braucht, um sich umzuziehen. Und Mars ist das mit dem Kloster. Und Twix ist das mit den zwei verschiedenen Hälften. Okay, eigentlich eine Twix-Werbung kann ich mich gerade echt nicht erinnern. Aber die Spieler gehen jetzt gerade zu ihren Startpositionen. Du Noob, genau. Wir werden jetzt durchstarten ins Spiel. Wie gesagt, ansonsten könnt ihr mir auch schreiben. Facebook.com/Mori09 oder Twitter Mori09TV. So, und da sehen wir es. In der linken Ecke haben wir das Team von Bonair Delta. Wir haben McKay, Grinch und Frost. Und auf der rechten Seite, da haben wir Anro Griffins, die Ladies. Und da ist auch schon die erste Lady Death. Dann die Lady und Schluss und allerletzt die Jüngste im Bunde, Cocaine. Ja, das muss man sich mal so reinziehen. Ja, die Jüngste nennt sich Cocaine. Was ja, ist da los hart. Mit unserer Jugend? Ja, da geht einiges schief. Knackige 18 Jahre jung und hier geht's jetzt direkt hinter die Hindernisse. Natürlich gut zu erkennen mit den weißen T-Shirts, allerdings auch für das Team von Bonair Delta, die da eher in Tarnfarben auflaufen, mit diesen schwarz-gelben Pontons da weniger wichtig als mehr so ein Stück weit die Show. Ja, McKay, der macht ja auch eine ordentliche Show, kniet sich da schon hin. Und der, man sieht jetzt auch langsam, die Tarnung bringt schon ein bisschen was. Die sind deutlich dunkler, es wird jetzt ja auch langsam so ein bisschen dunkler in der Halle. Wir haben natürlich die Overheads, von daher bleibt hier eine konstante Helligkeit gegeben. Aber man merkt halt schon, er kann sich da so ein bisschen hier einbuddeln in diese Barrikaden. Einbuddeln nennt er das, ja? Klar, guck dir das an, der nimmt die Platten hoch und dann kriecht er einfach da rein und hält nur noch die Gun raus. Was hast du geträumt, gegessen? Gib mir auch was davon. Also muss das sein, so muss es sein. Kennst du es nicht damals hier bei Warcraft, wo du dir auch einbuddeln konntest, hier gerade der Knee-Slide? Sehr schön gemacht. Das kann man in Stadia gesehen. Geht man dann zu mutig nach vorne, dann hat man auf einmal das Problem, dass man von allen Seiten attackiert wird. Und das sollte natürlich nicht sein. Folglich muss man auch gucken, wie man vorrückt. Und das macht das Team von Bonair Alpha natürlich wesentlich besser gerade. Die sind taktisch versiert, da kommt er von hinten ran, slidet durch und der Headshot! Und sehr spät erst die Reaktion. Das wow, was also, für ein Move! Wäre das online passiert, hätte es wahrscheinlich auf den Leck geschoben. Und das so sieht Leck quasi aus in Real Life. Ja, nur dass wir es dann alle gesehen haben. Ja. Also die Observer, die können einfach mal sowas aufdecken und da gibt es keine Schummelanschuldigung. Nein, definitiv nicht. Also ja, meine Maus war kaputt, ne? Das bin ich mal gespannt, was hier die Ausrede sein wird. Ja, Bonair wird hier kurz vom letzten Ansturm nochmal gestoppt, muss da zurücklaufen. So viel Zeit hat er sich nicht lassen. Sein Respawn-Timer sind nur 10 Sekunden. Das heißt, er kann eigentlich auch schnell wieder ins Spiel zurückfinden. Und die brauchen sie jetzt auch, denn ein bisschen kann Druckwelle jetzt auch aufbauen. Und da kommt der Sprint nach vorne, rechte Flanke, der Wechsel rutscht durch und ja, ist in einer guten Position jetzt. Kassiert hier auch immer wieder einen Treffer nacheinander. Natürlich wird da auch genauestens geschaut vom Spielfeldrand. Wir haben drüben auch nochmal eine große Leinwand aufgebaut, auf der man sich das live alles anschauen kann. Ja, aber bisher doch jetzt schon etwas dominanter Bonair Alpha. Trotzdem, also man muss sagen, Druckwelle schlägt sich gut. Also sie sind ganz anders als noch zu Beginn, aber das ganze Turnier über ist eine Steigerung zu erkennen bei Druckwelle. Ja, das auf jeden Fall. Also die Absprachen funktionieren besser, aber ich glaube, so richtig kommen sie nicht über die Mitte hinaus. Also sie sind hier schon auf ihrer eigenen Hälfte stark gefangen. Aber sie probieren es jetzt auch mit diesem V-Aufbau. Haben jetzt einen Spieler, der weiter hinten steht, der immer mal wieder Deckungsfeuer gibt. Und sie gehen auch vorsichtiger vor. Also versuchen sich nicht so sehr aus der Deckung zu bewegen, immer mal so über die Schulter zu schießen, immer mal wieder nur die Gun rauszuholen. Aber da hast du halt auch nicht die beste Aiming hier. Und das war's, Game! Das war's schon. Also das kam mir mal wieder relativ schnell vor, muss ich sagen. Kommt es mir auch irgendwie die ganze Zeit. Ja, fettes Grinsen und da müssen sie sich leider geschlagen geben, ja, das Team von Druckwelle. Die Enttäuschung steht ihnen schon so ein bisschen ins Gesicht geschrieben. Trotzdem der Handshake natürlich GG von beiden Seiten und ich glaube, da kann man auch wieder drüber lachen, weil es macht halt einfach immensen Spaß. Und dieses Adrenalin, was halt durch deinen Körper fließt, das macht es halt schon sehr, sehr geil. Ja. Also ich muss sagen, es ist ein schönes Spiel, Laser Game. Und schön, dass wir wirklich dabei sein dürfen zum allerersten Mal, nachdem oder bei dem sowas probiert wird.
So, und da sind wir natürlich auch live im Bild und man, wie man sehen kann, wir haben den Twitch-Chat. Wir haben den Twitch-Chat vor Ort. Dabei. Also jetzt sehen wir auch jedes Kappa, jedes Grinsen, jedes was auch immer. Also Jungs, we're watching you. Ja, Big Daddy. Ja, es war auf jeden Fall eine spannende Begegnung. Sieger ist dann auch verdient tatsächlich. Das Team von Bonn Air Alpha, aber die haben sich auch so dominant gezeigt. Am Ende ist natürlich die Frage, wird es da eine Punktgleichheit geben im Spiel um Platz 2? Wir werden uns auch gleich auf die Brackets anschauen. Die Brackets müssen erstmal ausgerechnet werden. Genau. Sobald wir dann da natürlich sind, wird es euch auch gezeigt. Aber ich glaube, du hast schon recht, das ist relativ eindeutig. Die beiden Bonn Air Teams werden hier wohl advancen. Es sind noch nicht alle Spiele ausgespielt, also ein Spiel haben wir da, glaube ich, noch. Genau, und aber wir haben jetzt gleich erstmal eine ganz große Besonderheit, weil wir haben euch die ganze Zeit vorgeschwärmt, was alles möglich ist, ja. Wir haben euch gesagt, es gibt King of the Hill, es gibt Bomb und jetzt gibt es gleich das nächste Showmatch und zwar wird hier eine Box aufgebaut. Ja, das ist die Simulation hier vom King of the Hill und zwar, was man hier vielleicht im Bild sehen kann, wenn die Regie gleich mal switcht hier auf die Box. Es ist halt eine Box, da kannst du markieren das Ganze, markierst es für dein Team, dann läuft die Zeit für dein Team, bis das gegnerische Team das wieder zurückerobert und jetzt haben wir schon Winner Team Alpha mit 62 zu minus 92, also doch recht eindeutig. Ja, also ein paar Team geht's mit dabei, aber hier, genau, Team Alpha, sie bekommt es jetzt nochmal nachträglich, nachdem wirklich letzte Berechnungen abgeschlossen sind. Haben wir festgestellt, bei 10 Millionen Handys hier im Raum, mindestens. Und das ist hier die Box, von der wir gerade gesprochen haben. Ihr seht schon da oben dieses kleine Loch, da musst du reinschießen. Das heißt, du musst sehr nah ran, um den Hügel zu erobern. Und dann läuft die Zeit für dein Team, bis das gegnerische Team es wieder zurückerobert hat. Also ganz klassisches King of the Hill, macht aber hier beim Laser Game halt extrem viel Spaß, weil du halt immer wieder eine Ausrichtung hast auf die eine Seite des Feldes. Und wir haben es hier Laser Game Bielefeld gegen die All-Stars, wieder einmal. Aber diesmal nicht Dortmund, sondern Bielefeld gegen die All-Stars. Okay. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht irgendwann der Stefan ja mal selber in den Ring. Ja, ich glaube, der hat alle Hände voll zu tun, das Ganze zu organisieren. Das wäre natürlich schön. Stefan hat damals, als wir gespielt haben, schon einige Moves gebracht. Also, ja, das stimmt. Der war so ein bisschen so der Kamikaze-Spieler, muss ich sagen. Der ist einfach mal reingerannt, hat dir die Gun direkt an den Kopf gehalten und einfach nur abgezogen. Ja, da muss man sagen, ist er auch schon so ein bisschen gnadenlos, kann man sagen. Ja. Auf jeden Fall, wir haben hier einen sehr schönen Tag. Wir hoffen, dass ihr das auch habt bei euch zu Hause vom Fernseher. Wer Bock hat, kann auf jeden Fall noch vorbeikommen. Es gibt nachher, glaube ich, noch Aftershow-Party hier. Live auf der U mit allem Möglichen. Ja, wenn ihr sagt, ihr habt es jetzt heute nicht geschafft, vorbeizukommen, habt aber Tickets für morgen, kommt morgen auch vorbei. Ihr könnt hier morgen auch spielen. Also das Turnier läuft zwar nur heute und wir haben eine Menge Spaß dabei, aber morgen geht es weiter mit regulären Spielen hier auf allen drei Feldern. Also richtig viel Lasergame-Action, volle Auslastung und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Nein, das auf gar keinen Fall. Gleich, wie gesagt, das Showmatch, was wir für euch am Start haben. Wir haben ja soweit auch von der Rückrunde, glaube ich, jetzt haben wir alles gesehen. Oder ist da noch ein Spiel offen? Ich glaube, es ist noch ein Spiel offen. Lass mich mal schauen. Ich glaube, Bonn Air Team Delta muss nämlich noch spielen. Und zwar, lass mich mal meine schlauen... Schau das mal nach. Wofür habe ich dich denn hier, ja? Ja, ich glaube, wir haben Emerald Griffins noch gegen Bonn Air Delta. Stimmt, dieses Mädels-Team, das Female-Team. Ich glaube, die wollen jetzt hier noch einen würdigen Abschluss liefern. So, also jetzt, wo wir eure Reaktion hautnah miterleben, wäre es natürlich interessant, wer drückt denn den Mädels die Augen? Die Augen? Die Daumen. Die Augen auf die Mädels. Nee, das ist ja erst später, wer möchte denn, dass die Mädels hier mal irgendwie ein paar Punkte einfahren und vielleicht nochmal ein richtig schönes Spiel am Ende zeigen? Also darauf kommt es ja an. Ich meine, sie kommen nicht mehr weiter, das ist sicher, aber vielleicht können sie nochmal ein ordentliches Spiel rausdrücken. Nochmal alles rausreißen, nochmal alles rausdrücken, ja, die Daumen und nicht die Augen. Aber es ist ja auch noch so, dass wir das Halbfinale haben, das ist ein Best of 3 jeweils, das Finale ein Best of 5, wir haben auch noch ein Spiel um Platz 3. Also ihr merkt schon, wir haben hier gut Programm für euch, ordentlich, für das erste Mal so ein Lasergame-Turnier, finde ich, läuft es auch vergleichsweise glatt, also zumindest die Spiele laufen alle, Live-Score, ja mein Gott, da drücken wir jetzt mal wirklich die Augen zu. Ja, dafür sind wir auch da, damit wir dann halt sagen, okay, so und so läuft das und das haut ja auch halbwegs hin, würde ich sagen. Definitiv. Ja, und ansonsten erzählt auch euren Freunden davon, gebt uns auch gerne Feedback auf Twitter, auf Facebook. Jetzt können wir auch den Twitch-Chat lesen.
Ja, Twitch-Chat kann man lesen, aber wie viele Leute schauen denn eigentlich gerade zu? Das können wir irgendwie gerade nicht sehen. Nö. Will nicht. Will gar nicht. 1500 hatten wir, glaube ich, vorhin, die sich für Lasergame interessiert haben, was eine großartige Zahl ist. Es ist für uns auch ein Feldversuch, es ist das allererste Mal. Ja, und wenn ihr sagt, fühlt sich's an? Naja, also anfühlen? Ja. Richtig, richtig geil. Wenn ihr jetzt sagt, naja, ich bin nicht so der Turnierspieler, mir macht es eigentlich eher Spaß, das mal mit meinen Freunden auszuprobieren, das könnt ihr machen. Es gibt in Deutschland über 10 Locations inzwischen, also es ist richtig stark gewachsen in den letzten Jahren. Also geht einfach mal auf lasergame.de, schaut mal, ob es bei euch in der Nähe was gibt. Selbst wenn es nicht der Fall ist, entweder könnt ihr in die Stadt fahren, also in Leipzig zum Beispiel haben wir ein sehr, sehr geiles Feld, wir haben ein Outdoor-Feld, wir haben ein Indoor-Feld, also beziehungsweise Indoor-Halle, also auch im Winter bespielbar, wunderbar. Dieselbe Situation gibt es in vielen anderen Städten auch. Und selbst wenn es bei euch keine Location gibt, dann könnt ihr immer noch mal anfragen, genügend Leute zusammenkriegen und dann kommt auch das Lasergame-Team zu euch und baut da was auf. Also auch die Möglichkeit besteht. Und wie hier zum Beispiel auf der U in Dortmund, ja. Einfach mal aufgebaut, 3 Spielfelder. Das ist ja eigentlich mal, muss man ja sagen, Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachtsfeier, wenn die noch nicht geplant ist, ja. Oh, das finde ich eine sehr geile Idee. Und dann alle mit Rauschebärten und Weihnachtsmantel. Wir haben das mal gemacht von der Firma. Wir sind dann alle mal Laser-Tech bzw. Laser-Game-Spielen gegangen. Ach so, ja, das passt ja eigentlich auch. Ja? Ich meine, ihr seid ja alle Gamer. Klar, jetzt mal, ich meine, wir hatten ja den Lag im Real Life schon, wir hatten ja jetzt alles im Prinzip. Ja, weiß man schon, ja, meine Maus, ja. Die Maus steht vielleicht da drüben, ganz nett, mit dem blonden Haaren, aber nichtsdestotrotz, sobald die Jungs dann ready sind, werden wir auch durchstarten. Vielleicht gleich auch nochmal das Bracket eingeblendet haben, dass wir da auch wissen, wie genau die Standings sind. Das ja, das wäre dann langsam nochmal interessant, also gerade jetzt. Also ich glaube, vom letzten Spiel in der letzten Rückrunde, da sollten wir auf jeden Fall nochmal das Bracket haben. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade schon ready ist. Ich glaube, jetzt laufen momentan die Vorbereitungen hier für unser Showmatch. Sind unsere Spieler denn da langsam schon am Start? Sie stehen schon da, so halbwegs. Schon so halbwegs. Sie rüsten sich gerade aus. Wie gesagt, die Box steht hier direkt vor unseren Augen. Wir verpassen da also nichts, jeden Kampf. Und das macht es ja auch nochmal spannend, wenn man so ein Map-Objective hat, dann... Konzentriert sich alles. Wir hatten jetzt sehr verteilte Spiele jeweils. Immer so ein Vor und Zurück. Jetzt wird man viel mehr auch dann den Run auf die Box jeweils sehen. Sollte auch vor allem Fight nochmal spielen. Ich sehe ihn da jetzt gerade nicht bereit machen. Der war auf jeden Fall gestern jemand, der immer wieder Richtung Box gerannt ist. Ja, und tatsächlich, die Spieler machen sich bereit. Wir haben diesmal Bielefeld gegen die All-Stars. Ja, die All-Stars sind teilweise jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, der Mark und Dandy Nation, beziehungsweise die Jungs von Druckwelle. Okay. Also schon ein interessantes, bisschen durchgemischtes Team. So nach Motto, wer Bock hat. Ja. Also das ist nicht unbedingt das beste Team, wenn ich jetzt an Druckwelles Track Record zurückdenke. Okay. Aber mal gucken, der Marc, der hat halt einige Taktiken auf Lager. Das ist auch so ein Spieler der ersten Stunde. Mit dem habe ich auch zusammen schon im Verein gespielt. Also... der hatte schon einige fiese Dinge auf Lager. Mal gucken, ob er die jetzt den Jungs schnell genug beibringen kann. So, da los ist der geht's und wir auf gehen geht's. Rein ins Spiel. Schauen uns jetzt an, wie da, ja, das All-Star-Team noch steht. Und währenddessen direkt die Box schon erobert worden. Uhu. Ja, dem All-Star-Team in dem Fall bunt zusammengewürfelte Haufen. Es geht hinter die ja, schönen... aufblasbaren Hindernisse. Aber Marc kann hier die... Schön gemacht, Marc kann die Box hier erobern. Die läuft jetzt hier erstmal fürs All-Star-Team. Und jetzt muss Bielefeld kommen und die Box deaktivieren. Ist deaktiviert, genau. Wunderbar gemacht. Und sie haben auch gleich die Position hier auf der linken Seite gerettet. Ja, also sie haben jetzt die Box erobert. Und natürlich wird jetzt versuchen, das All-Star-Team diese Box einzunehmen. Ja, und deswegen gilt es, diese zu verteidigen. Also das macht es schon mal komplett anders. Vorher zur Sicherheit einfach nochmal rein. Also, jetzt wird zwar aus Versehen... Oh, da kommt der Face-Check. Kommt noch nah ran. Ist er nicht raus? Er will in die Box. Er will in die Box. Und die Box ist auch wichtiger. Der kriegt die Box. Der vorne aber noch rein. Er kriegt ihn auch raus. Er kann die Box behalten. Ja, das ist richtig, wenn es leuchtet. Das ist deine Box schon. Und jetzt wieder zurück erobert. Nichts ist. Da wird er vorher rausgenommen. Das haben sie gut gemacht. Konnten hier schön die rechte Flanke absichern. Müssen natürlich aufpassen, dass sie sich auf der linken Seite ein bisschen was aufbauen können, dass sie die Winkel raufkriegen auf die Box. Und genau das macht Marc hier. Da kommt der Slide, aber er ist nicht richtig sicher. Marc hat eine gute Position, kann schön abziehen. Ja, jetzt muss eigentlich das Lasergame Bielefeld-Team schauen, dass sie da die Box wieder deaktivieren, dass man da diesen Raumgewinn bekommt. Jetzt ging es gerade erstmal ein Stück weit zurück, gewunken nach dem Motto, guck mal, hier bin ich, und dann von der anderen Seite schießen. Eine Finte werfen vielleicht.
So, und jetzt, will er rein, wird aber getroffen und er kriegt es aber deaktiviert. Von allen Seiten wird er hier angegangen. Er nimmt ihn raus, aber selbst ist er raus jetzt. Ja, aber das war ein wichtiger Move. Sie behalten die Box, die Side läuft die ganze Zeit mit. Oh, da wird die Balustrade umgeschmissen. Da wird hier alles mit allen Mitteln und sie haben es wieder. Also das All-Star-Team hat die Box wieder. Es geht zurück und jetzt der Kampf wieder. Leute, ist dran. Nutzt die Box hier mit als Schutz. Balustrade ist wieder aufgestellt. Das ist ganz auch wichtig, denn das ist die Balustrade, die hier unserem Team von den All-Stars den Schutz gibt, um dann halt eben auch da ranzukommen an diese Box. Und genau das macht Mark jetzt wieder. Holt die Box zurück, kriegt das hin. Ja! Schöner Move gemacht. Ja, also richtig, richtig gut, aber immer wieder. Also man sieht hier ganz klar Laser Game Bielefeld von hinten ran und das sieht er viel zu spät. Das war der Überraschungsmove. Dass ihm das hier passiert, das wird ihn richtig ärgern. Oh ja, aber bis jetzt haben sie die Box ganz gut gehalten, haben wir schon ordentlich Punkte reingekriegt. Der nächste Move jetzt hier ran, steht jetzt schon wieder hinterm Tombstone und da kommt er ran. Aber oh, er kann sie erobern. Sehr schön gemacht, wird einmal im Gegenzug rausgenommen und direkt wieder zurückgeholt. Ja, da muss man richtig ins Loch rein quasi, muss man treffen. Ja, also Bielefeld, die sind jetzt hier schön nah an der Box dran, haben eine gute Position. Rechte Flanke ist abgesichert und jetzt auch hier vorne hinterm Tombstone steht er halt sehr, sehr gut. Die All-Stars weit zurückgedrängt und selbst mit Mark als alten Veteran, das reicht halt einfach nicht. Ja. Also nochmal kurz zur Erklärung, es ist so, wenn man einen Treffer bekommt, kriegt man einen Punkt. Wenn man getroffen wird, wird ein Punkt abgezogen. Und wenn man die Box einnimmt, dann kriegt man Punkte über die Zeit hinweg. Genau, jede Sekunde zählt dann quasi wie ein Treffer. Und ja, genauso funktioniert es hier in diesem King of the Hill Modus. Da wird versucht schon wieder jemand an die Box zu gehen. Das hat sogar geklappt, obwohl so viele Spieler da ringsherum stehen hier gerade für Bielefeld. Die haben die rechte Flanke komplett eingenommen und auch die Box wieder zurückerobert. Ja, also solange das Licht aus ist, ist das natürlich super für Bielefeld. Die wollen das Licht ausmachen. Das All-Star-Team will das Licht anmachen. Jetzt sehen wir hier gerade natürlich von Team Bielefeld hier im Deutschland-Trikot. Ich glaube, er wurde da noch gar nicht entdeckt, weil er ist so frei. Oh, jetzt, da nimmt er den einfach raus. Schau mal, die Siegerpause jetzt. Also der hat, glaube ich, noch nicht einen Treffer da auf der rechten Seite kassiert. Absolute Kontrolle gerade für Bielefeld. Und die Uhr läuft halt die ganze Zeit auch für sie. Also doppelte Dominanz hier von Bielefeld. Ja, führen hier gerade auch extrem deutlich, so wie wir die Punkte da sehen können. Aber jetzt will er da den direkten Kampf und jetzt lockt er ihn davor und kriegt er den. Oh, ja, er kriegt ihn raus. Und selber rausgenommen jetzt. Das ist natürlich dieses doppelte Backup. Aber das All-Star Team hat jetzt die Box, aber nur kurzzeitig sie müssen wieder rausgenommen. Sie müssen sie halten. Da kommt die Rückeroberung und das kriegen sie zu zweit natürlich wunderbar hin. Halt, wenn du nur einen Spieler verlierst, das reicht nicht. Das gibt dir nicht genügend Zeit, um die Box halt die Kontrolle zu bewahren. Ja, nicht nur das, sondern das Ding ist halt, da darf man auch nicht um jeden Preis. Klar, die Box bringt jederzeit Punkte, also so länger man sie im Besitz hat, desto mehr Punkte bringt sie tatsächlich. Deswegen haben wir auch schon sehr hohen Punkte-Counter, aber nichtsdestotrotz, es ist so, dass wenn du halt dabei stirbst, dann bist du in Unterzahl vom Team her und ja, das gegnerische Team kann die Box halt sofort zurückerobern. Also man muss da schon ein bisschen taktischer vorgehen. Ah, es sind halt nur 20 Punkte, die ein kompletter Rauswurf, oh, da geht's nochmal Face-Check direkt und Danny Nation muss sich da zurückziehen, hat einige Treffer einstecken müssen. Und wieder ist er noch im Spiel hier. Laser Game Bielefeld, rechte Flanke und gerade im perfekten Schusswinkel. Muss jetzt gerade mal zwei, drei Treffer einstellen. Jetzt ziehen sie sich auf ihn ein. Jetzt ist er in die Enge getrieben. Und da kommt auch schon der Facecheck. Ein weiteres Mal geht ran, wird rausgenommen. Kriegt ihn raus und jetzt sind sie auf dem Vormarsch. Kriegen hier Laser Game Bielefeld raus, aber selber jetzt. Zwei Mann und es muss zurückgehen. Jetzt heißt es laufen jetzt. Beine in die Hand nehmen. Arme und Beine bilden eine rotierende Scheibe und dann 2 gegen 1. Ja. Das ist unfair, da hast du keine Chance mehr. Sie behalten die ganze Zeit die Kontrolle auf der Box. Also absolute Dominanz hier von Laser Game Bielefeld. Ja, also das Schöne ist, man kann es ja auch Outdoor spielen. Also man kann es auch wirklich genauso im Wald spielen. Das bisschen Entschleunigen hier ist natürlich die schnelle Version um die Box drumherum. Jetzt geht es da wieder zurück. Raumgewinn ist da eigentlich kaum vorhanden, muss man sagen. Ja, sie kommen nicht an die Box ran, die ist einfach von der rechten Flanke zu sehr gesichert. Jetzt wieder hier ganz, ganz nah ran, kommt an die Box ran, kann sie auch reinnehmen. Schöner Move und nicht allzu viele Treffer eingesteckt. Also es geht schon, da ist die Rückeroberung. Oh, jetzt aber kriegt er wieder gut Treffer drauf. Also das muss man natürlich nutzen. Die Box steht auch so, dass man immer wieder gut den Schuss dran bekommt. Aber man sieht auch schon, trotz der Box sind sie hier sehr weit in der Spawning-Zone zurückgedrängt am Spawning-Punkt.
Jetzt ich wundere es halt, dass sie nicht versuchen, mal über die linke Flanke den Wechsel hinzukriegen. Weil wir haben halt die ganze Zeit hier unseren Spieler, der gerade hier versucht, ein bisschen mehr Feuerschutz zu geben von hinten. Also sie könnten halt das Feld auch einfach mal von der linken Flanke aufrollen. Die Chance besteht auf jeden Fall. Ja. Also hier jetzt vielleicht... Die rechte Seite ist so zugemacht, da wird der nächste Spieler rausgenommen. Also das All-Star-Team auf jeden Fall hart unter Druck gesetzt. Muss wieder zum Spawn zurück und da ran! Gut gemacht hier. Der Ärger ist groß. Ja, wo war da der Backup? Wo war der die Hilfe? Und das war's. Das war's, Game. Und das war ein starker Sieg von Laser Game Bielefeld, die wirklich die ganze Zeit die Box kontrollieren konnten. Wirklich die ganze Zeit in der gegnerischen Hälfte. Starke Dominanz auf jeden Fall. Bielefeld hier mit, glaube ich, über 600 Punkten. Also die Box hat schon sehr, sehr lange für sie getickt und gleichzeitig hat auch immer noch die Teamkills gekriegt. Da mindestens zwei Spieler bei jedem Attacke auf die Box konnten sie rausnehmen. Das ist schon ein starker Sieg hier für Laser Game Bielefeld. Definitiv. Also ein starkes Spiel, was wir gesehen haben. Und Laser Game Bielefeld konnte das gewinnen. Also erneut unser All-Star-Team nicht erfolgreich gewesen. Jetzt muss natürlich wieder das Schlachtfeld so ein bisschen umgebaut werden fürs Turnier. Das heißt, die Box wieder entfernt, auch rausgenommen aus dem System. Auch das muss man sagen. Das ist ja komplett als selbst konzipiert. Das kannst du nirgendwo kaufen, sondern Laser Game Deutschland, die stellen die Waffen selber her. Es wird da gelötet, geschraubt, produziert, gecodet und im Hintergrund sehen wir jetzt auch schon die Mädels von Enro Griffins. Ja, die machen sich bereit. Die müssen jetzt gleich gegen das Delta-Team von Bonair ran. Ja, das sind harte Gegner. Also die sind, glaube ich, momentan in den Brackets auf dem ersten Platz. Ich glaube, das ist jetzt einfach mehr so ein Abschiedsspiel für Enro Griffins. Aber vielleicht dafür noch ein ganz schönes. Vielleicht haben sie sich auch noch ein paar Tipps geholt vom Alpha-Team. Ich meine, die wissen, okay, wir können jetzt alle Tipps rausgeben. Die haben keine Chance mehr und vielleicht kriegen sie noch ein paar. Ja, aber vielleicht nicht nur das, sondern vielleicht wird er jetzt auch taktiert. Es ist ja gerade um den Gruppensieg kämpfend, Alpha und Delta könnten gleich sein. Das heißt, so die Mädels vielleicht nochmal so die letzten Kniffe verraten. 300 minus gegen minus 136 Punkte gerade, also ganz starkes Spiel von Bielefeld. Definitiv, also schon deutlich, muss man sagen. Mit der Box natürlich, gerade weil man sie die ganze Zeit kontrolliert hat, sind das noch ein paar mehr Punkte letztlich, die da aufs Konto fließen. Das Ganze, wie gesagt, wird live über die Handys berechnet, jetzt die Live-Score nicht ganz so zuverlässig, weil so viele Handys im Raum sind tatsächlich. Ja, das haben wir das jetzt auch weggelassen, voll, genau. Aber ich meine, wir haben euch immer up-to-date gelassen, was da wirklich passiert ist. Also schon wirklich gut, ja, also und wichtig, dass man ich die Box hält. Ich denke, für das erste Mal, dass man überhaupt so ein Turnier gemacht hat, einfach eine super Sache. Und wir werden jetzt auch gleich uns die Brackets natürlich nochmal anschauen. Ja. Und, aber dazu eben später mehr. Jetzt 304 Sekunden hat Bielefeld jetzt im letzten Spiel die Box gehalten. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Also... never do math on stream, ne? Aber trotzdem, 5 Minuten, wenn ich das gerade richtig gemacht habe, von einem 7-Minuten-Spiel, das ist schon sehr starke Dominanz. Und noch dazu halt weit vorne gestanden immer, noch zusätzlich die Teamkits geholt. Das war schon ein sehr, sehr schönes Spiel. So, da sehen wir jetzt die Deltas. Also das heißt, Born Air Delta gegen die Enro Griffins, das Female-Team, die sich heute gut präsentiert haben. Am Ende hat es aber nicht ganz gereicht. Also sie sind auf jeden Fall schon ausgeschieden, aber dieses Goodbye-Spiel vielleicht, so dass schön man selber ja, schönen Abschluss liefern, vielleicht doch noch irgendwie einen Sieg rausholen. Vielleicht können sie die Jungs ja irgendwie ablenken. Ein kleines Ablenkungsmanöver planen. Ich will nicht wissen, was du jetzt gerade wieder denkst. Wieso, es war nur Chili, wir können so ein bisschen... Du meinst Pompons rausholen. Was denkst du denn? Ich sag jetzt einfach so gar nichts. Ich hatte so an Rauchgranaten gedacht, natürlich. Rauchgranaten, natürlich. Ja, Feuer machen in der Halle. Ja, klar, so ein bengalisches Feuer einfach hin. Ich meine, hier hast du schon die Dortmund-Covers und so. Aha, wolltest du jetzt also sagen, unsere Dortmund-Fans würden alle nur zündeln? Who knows? Dieser Paul. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine sehr beliebte Sache, um die Fans nochmal anzuheizen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich glaube, bei den heißen Teams, die wir auf dem Feld haben, brauchen wir gar nicht mal viel anheizen. Die machen sich nämlich auch direkt so weit bereit für die nächste Runde. Und wir sehen natürlich jetzt gleich noch ein Interview im Anschluss. Aber erstmal das Spiel. Genau. Also wir haben im Anschluss noch ein Interview, das Spiel, Interview mit Enro Griffins. Ja. Genau. Ein Mädel wird uns da hier auf unserer Casterbank hier joinen. Auf unserer Casterbank, ja. Mhm. Im Prinzip am Bierzelttisch das Ganze. Ja. Leider genau ohne so. Bier.
Das kommt ja, später. Das kommt dann später bei der Aftershow-Party und davon reichlich. Also ich glaube, das können wir dann ausgleichen. Die 8 Stunden ohne, das können wir wieder mit 8 Stunden mit ausgleichen oder so ähnlich. Mal schauen. Ja, nichtsdestotrotz, die Spieler bereiten sich natürlich vor. Also wir werden gleich jeden Moment starten mit den Andrew Griffins gegen das Born Air Team Delta mit ja schon fast meinem Lieblingsspieler McKay. Einfach, auf jeden Fall. Ja, da haben wir ihn viele grade. Sympathiepunkte. Schon allein, weil er einfach mal mit dem Bart, mit der Frisur. Ja, ich meine, er ist halt einfach doppelt so alt wie seine Mitspieler, aber trotzdem noch genauso agil auf dem Feld unterwegs und auch mit genauso vielen taktischen Brillanzen, die er damit reinbringt in das Spiel. Und hier haben wir nochmal die taktische Unterhaltung fürs nächste Spiel. Vielleicht nicht ganz so notwendig, aber McKay, er möchte natürlich auch wirklich wissen, was seine Jungs da planen. Und es sieht so aus, als wenn sie ordentlich Druck machen wollen. Definitiv. Richtig cool mit der Sonnenbrille, aber wie bereits erwähnt, wenn man Airsoft spielt, dann muss man die Sonnenbrille aufhaben. Das ist beim Lasergame nicht notwendig. Das kann man auch im Übrigen unter 18 Jahren, da gibt es gar keine Beschränkung, weil ja keine wirklichen Projektile fliegen. Genau. Aber wenn man sich das gerade mal angeschaut hat, die sind alle mindestens ein, wenn nicht sogar 2 Köpfe größer, auch auf dem Bild. Also das heißt, die Mädels erstmal eine kleinere Trefferfläche zwar, aber auf der anderen Seite auch so die Reichweite mit den Armen von den Zielen her, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Also ja. Sind ein bisschen gehandicapt vielleicht in dieser Tatsache. Aber die haben sich enorm gesteigert im Turnier. Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt mal gespannt, was sie jetzt zeigen können. Wir haben sie vorhin, jetzt in der Rückrunde, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Auf dem Backcourt waren sie schon, haben da noch 1-2 Spiele abgeliefert. Aber so auf dem Centercourt noch gar nicht. Das heißt, mal gucken, ob sie jetzt noch stärker geworden sind. Ich glaube, es wird trotz allem... Das ist wie so ein Saiyajin, ja? So häufiger die spielen, desto stärker werden klar. Sie. Level 9000. Goldene Haare haben sie ja schon alle. Ah, stimmt. Müssen nur noch hochstehen und dann... Aber fehlt noch so diese Energieaura. Nein, also kein King of the Hill mehr, sondern jetzt geht es eben weiter mit dem Turnier. Könnt ihr natürlich auch Feedback geben, wenn ihr den King of the Hill-Modus spannender findet. Das ist ja das erste Mal, dass wir überhaupt so ein Turnier machen. Und das erste Mal, dass überhaupt sowas auf Twitch übertragen wird und überhaupt übertragen wird. Deswegen, ja, Feedback immer gerne wünscht, entweder auf lasergame.de, auf Facebook oder auf Twitter, je nachdem, ihr bekommt ja beides eingeblendet. Oder eben bei uns, bei dir ist es GXXShock. Ja, aber ich könnte mich einfach G-Shock nennen, das passt schon. Ich habe das andere aufgegeben, das war irgendwann zu kompliziert. Musst du vielleicht nochmal umbenennen oder so. Das ist schwierig mit den ganzen URLs, ne? Ja, das passt schon. Ich bleib bei G-Shock. Ich fand's cool. Es gibt auch eine Geschichte dazu. Habe ich mal irgendwann auf dem Stream erzählt. Schaut mal meine VODs oder sowas. Irgendwann habe ich erzählt. Bin ich aber auch neugierig. Oh Gott, das ist uralt. Aber wir haben die Zeit, glaube ich, gerade, wenn ich das so richtig sehe. Ich habe irgendwann mich mal für Star Wars Galaxies interessiert. Lange bevor es rauskam. Und da gab es, ich wollte halt dann auf dem Forum mitschreiben und sowas, halt in die Community eintauchen, wie das so ist, ne? Und war damals ein Riesenfan von diesen G-Shock-Uhren. Ah, falls diese ja, großen ja, Plastikbomber, genau die, wo du halt raufdrückst, dann kommen irgendwelche fancy Sachen, Lichter und sonst sowas. Und ich war total begeistert davon, aber G-Shock war als Nickname schon vergeben. Ich gedacht, was machst du denn da dazu? Oh, irgendwelche X'e. Natürlich. Wie Clown oder so. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Damals haben wir jetzt Groß-X, Klein-X und O. Ja. Genau, schön die rotierenden Caps. Herzen noch rein. Ja, die Herzen, die gab es nicht. Oder ich wusste nicht, wie man sie macht damals. Ich meine, das ist ja schon Jahrzehnte her. Jahrzehnte? Ja, da gab es noch keinen Computer, da hat er schon eh. Internet war noch brandneu, mein Freund. Nee, ich weiß das, ich bin damals mit dem 28K-Modem durch die Gegend gedüst. Also, sowas hatten wir auch mal. Und so weiter. Aber letztendlich, der Witz ist eigentlich, ich habe dieses Spiel nie gespielt. Ich habe das Forum besucht, ich habe das Forum, glaube ich, bis kurz vor Release besucht und dann habe ich es komplett gedroppt. Also dieses Spiel nie gespielt, aber der Name ist geblieben, G-Shock. Sehr schön. So, ich glaube, die Spieler sind jetzt langsam so weit. Genau. Alle haben ihre Schwimmbändchen auf und genau, da sehen wir auch schon die Attrappen ganz und der wichtig, Twix-Riegel. Der, Twix, ja. Ja, der Energieriegel, das ist quasi das Medipack. Für die kleine Pause zwischendurch, oder wie war das? Ja, wobei, das war ein anderer Energieriegel. Nichts, nein, Snickers. Snickers? Ja, wenn es mal wieder länger dauert. Ah, stimmt. Und dann mit dem Scheiß, mit dem Eishockeyspieler, der irgendwie Ewigkeiten braucht, um sich umzuziehen. Und Mars ist das mit dem Kloster. Und Twix ist das mit den 2 verschiedenen Hälften. Okay, eigentlich eine Twix-Werbung kann ich mich gerade echt nicht erinnern. Aber die Spieler gehen jetzt gerade zu ihren Startpositionen. Du Noob, genau. Wir werden jetzt durchstarten ins Spiel. Wie gesagt, ansonsten könnt ihr mir auch schreiben, facebook.com/mori09. Oder Twitter Mori09TV. So, und da sehen wir es. In der linken Ecke haben wir das Team von Bonair Delta. Wir haben McKay, Grinch
und Frost. Und auf der rechten Seite, da haben wir Anro Griffins, die Ladies. Und da ist auch schon die erste Lady Death. Dann die Lady und Schluss und allerletzt die Jüngste im Bunde, Cocaine. Ja, das muss man sich mal so reinziehen. Ja, die Jüngste nennt sich Cocaine. Was ja, ist da los hart mit unserer Jugend? Ja, da geht einiges schief. Knackige 18 Jahre jung und hier geht's jetzt direkt hinter die Hindernisse. Natürlich gut zu erkennen mit den weißen T-Shirts, allerdings auch für das Team von Bonair Delta, die da eher in Tarnfarben auflaufen, mit diesen schwarz-gelben Pontons da. Weniger wichtig als mehr so ein Stück weit die Show. Ja, McKay, der macht ja auch eine ordentliche Show, kniet sich da schon hin. Und der, man sieht jetzt auch langsam, die Tarnung bringt schon ein bisschen was. Sie sind deutlich dunkler, es wird jetzt ja auch langsam so ein bisschen dunkler in der Halle. Wir haben natürlich die Overheads, von daher bleibt hier eine konstante Helligkeit gegeben. Aber man merkt halt schon, er kann sich da so ein bisschen hier einbuddeln in diese Barrikaden. Einbuddeln nennt er das, ja? Klar, guck dir das an, der nimmt die Platten hoch und dann kriecht er einfach da rein und hält nur noch die Gun raus. Was hast du geträumt, gegessen? Gib mir auch was davon. So muss es sein. Kennst du es nicht damals hier bei Warcraft, wo du dir auch einbuddeln konntest, hier gerade der Knee-Slide? Sehr schön gemacht. Das kann man in StarCraft auch, aber nichtsdestotrotz, lass uns auf das Laser-Game. Oh, da kriegt er gut jetzt ab. Eine schöne Salve hier reingekriegt. Muss natürlich auch aufpassen, die Ladies haben dazugelernt. Die lassen sich jetzt nicht mehr so einfach auf die Zange nehmen. Oh, schöner Move hier gerade von McKay. Richtig gut und jetzt versucht er sich natürlich richtig aufs Korn zu nehmen. Klappt nicht ganz, muss nachladen. Sie allerdings auch, verräterisch der Fuß. Und man muss natürlich so ein Stück weit variieren, das macht McKay gut. Dass er mal von oben, von unten, ja, alle Stellungen mal durchprobiert. Aber so wirklich... Ich glaube, die haben sich hier beide mehr oder weniger so 50-50 an den Treffern orientiert. Oh, nochmal ein schöner Winkel gerade für McKay. Kann er da um die Ecke luken? Ja, doch ein paar Hits kriegt er hier auf. Ja, sieht also ganz versucht aus. Sich da. Kriegt natürlich auch Backup halt der von seinem Team. Genau, hier sieht man wieder dieses Dreieck, was sie da aufgebaut haben. Das ist ja auch etwas andere Perspektive, aber so bekommt man einfach am größten das Schussfeld. Bei den Mädels, die sind naturgemäß ein wenig defensiver bisher. Ja, die stellen sich sehr, sehr tief, aber auch erkannt, okay, wir dürfen einfach nicht nur sinnlos vorpreschen. Wir müssen halt erstmal einen Spieler mindestens rausnehmen, dass wir uns eine Ecke freischießen und dann halt weiter die Lane pushen können. Die Lane pushen können, sehr schön. Ja, ich meine, im Prinzip kannst du es hier auch so halbwegs auf die Mails kriegen raus. Ja, sehr gut gemacht. Ja, und jetzt können sie vielleicht versuchen, hier mal ein bisschen weiter vorzurücken, aber da kommt schon, direkt wird die Lücke wieder gefüllt. Ist er da in der Mitte wieder reingegangen, muss aber ein Stück zurückgehen. Ja. Also die Ladies können sich soweit ganz gut halten, muss man sagen. Definitiv. Also sie halten da die Stellung immer in diesen Doritos. Und auch wenn die Jungs hier von Bonair dort jetzt versuchen, sie da in die Zange zu nehmen, lassen sich da, kriegen da auch die Hits drauf. Also wird da gut getroffen. Oh, da wird er rausgenommen. Und er ist raus. McKay ist raus. Muss zurück. Das ist halt das Problem. Wenn du dich so hinhockst, du kannst nicht wieder schnell zurück ins Cover. Da könntest du halt eine Rolle probieren, aber das dauert halt alles. Trotzdem seine Zeit. Definitiv. Also hier jetzt nochmal hinter diese Ziele, da gibt es jetzt die Koordination, da gibt es jeweils die Anweisungen. Kennen das von Counter-Strike, ist ja das Female-Team von Anro Griffins eben. Ja, und dann dieser Mörderblick natürlich. Ja. Zu dritt. Die verstehen dann keinen Spaß. Ah doch, da wird nochmal gelacht. Also so richtig ernst nehmen sie es. Also sie nehmen es schon ernst, natürlich. Aber trotzdem bleibt natürlich der Spaß im Vordergrund. Ja. Gerade jetzt hier beim letzten Spiel für sie. Ja, also das Ding ist natürlich, wenn so ein Stirnband grün blinkt, dann wird man getroffen. Man bekommt selber ein akustisches Signal. Man sieht es ja selbst, wenn man den Gegner trifft, dass er dann anfängt zu blinken. Hört es natürlich auch, wenn man tot ist. Also diese akustischen und optischen Signale sind gegeben. Man weiß auf jeden Fall, woran man ist. Und man muss auch immer wieder nachladen. Das ist teilweise nicht ganz so einfach. Ja, klar, immer wieder in die Deckung zurückgehen, nachladen. Ihr seht auch immer wieder den Blick aufs Display von der Gun, damit du halt siehst, wie viele Hitpoints habe ich eigentlich noch und wann muss ich das nächste Mal nachladen. Also ein bisschen verzweifelt sehen die Mädels schon aus. Ja, sie wissen da nicht, also sie sind schon gut zurückgedrängt, jetzt schon sehr nah am Spawnpoint. Und eigentlich müssen sie jetzt schauen, dass sie ein weiteres Hindernis irgendwie einnehmen können. Denn so verkleinern sie natürlich ihr Schussfeld immer weiter, indem sie weiter zurückgedrängt werden. Ja, sie stehen halt auch schon in der Linie. Du willst ja eigentlich wieder diese V-Formation haben, aber so richtig kriegen sie die nicht aufgebaut, weil halt eben sich Bonair Delta auch nicht zu weit in ihre Hälfte wagt. Genau, jetzt das Ganze mal aus der schräg oben Perspektive. Also wird wieder nochmal immer wieder abgesprochen.
Also wir stehen jetzt Zweiter einem Ziel, das ist ein Stück weit riskant, das will man natürlich vermeiden, denn so hat man weniger Schussfeld. Das ist nicht so optimal, da muss man mal gucken, ob er da besser. Aber wenn ich das gerade richtig gesehen habe, dann standen die hier schon fast in der Ecke. Oh, aber also die sind sehr, sehr, sehr nah beieinander im Übrigen, wenn ich das hier so richtig sehe. Also die Mädels schlagen sich gar nicht mal so schlecht bisher. Sie sind wirklich sie versuchen sehr immer rauszudrücken. Jetzt haben sie zwei Spieler hier auf der linken Flanke. Ja, kommen jetzt sie über rechts rum. Muss da aufpassen. Ja, wir sehen das. Er sitzt sehen das sehr nicht. Unbedarft, muss ich sagen. Also das könnte jetzt gleich ungemütlich werden. Jetzt kommt sie gleich um die Ecke rum. Und jetzt ja, hat sie sich sehen. Jetzt schießt doch. Das sie komm jetzt, rum. Jetzt, komm schau rum. Da links. Schau da links. Nein, sie läuft nicht vorbei. Der Käfer das kann ja nicht mein sein. Mein Gott. Mein Gott. Da hat sie die nachgeschaut. Oh Gott, und das war der tote Winkel. Er schafft es nicht mal, sie rauszunehmen. Also das war gerade so ein bisschen oh, so. Oh, jetzt ist er selber raus, jetzt ist er selber raus. Wow, dass das noch geklappt hat. Also das war gerade so ein bisschen so awkward silence mäßig. Oh Gott, sie läuft da rein, er kriegt es erst nicht mit, sie kriegt es nicht mit. Und dann, oh, ich schieße mal ein paar Schüsse. Das war, also das hätte in jedem Slapstick-Film laufen können. Inzwischen schafft es Bon Adelta, sich ein bisschen abzusetzen, aber sind immer noch sehr nah beieinander. Das sieht man hier diesen Blick klar. Man will sich jetzt noch sehr gut verkaufen zum Ende. Nur das tun sie definitiv. Ja, und im Notfall hat natürlich hier auch noch Bon Adelta diesen Twix-Riegel, der ihnen die Energie geben kann, um hier einen letzten Endspurt hinzulegen. Richtig, der letzte Boost quasi auf den letzten Sekunden. Die letzte Minute ist angebrochen. Muss nochmal nachladen. Tief in die Decke zurück. Aber man sieht schon, die hecheln gerade ganz schön. Ja, es ist also auch fordernd. Halt also obwohl viel Sprinten hier, ja, nach vorne wieder gehen, wenn dann doch mal einer rausgenommen wird. Aber es ist ein ruhigeres Spiel, was sich hier Andrew Griffiths und Bon Adelta zum Schluss nochmal liefern. Das ist das letzte Spiel hier dieser Rückrunde. Der kriegt gut eins ins Gesicht jetzt, muss aufpassen. Ja, der Kopf ist die Trefferfläche und diese dreieckigen Pyramiden, ja, gerade so höher es geht, desto weniger Deckung hat man dann letzten Endes. Ja, man sieht da von der rechten Seite, kommt da nochmal rausgekrochen, aber irgendwie so richtig viel durchbeißen ist er bei den Mädels nicht mehr. Ich glaube, der jetzt Wille ist die letzten ein bisschen geschlagen. Sekunden und das war's. Letztes Spiel hier in der Rückrunde. Aber nah beieinander von den Punkten, nah beieinander. Es war knapp, es war auf jeden Fall knapp. Die Mädels haben sich hier sehr gut verkauft, auch wenn das stellenweise ein bisschen zu komischen Situationen geführt hat. Da gibt es noch die freundschaftliche Umarmung. Ja, Trikottausch ist, glaube ich, ein bisschen schwierig bei so einer Kampfausrüstung. Ja, das, ich glaube, das sieht dann zu sehr nach unten. Hier gibt es den Group Hug, na klar, das gehört dazu. Nein, also es geht hier alles sehr freundschaftlich vonstatten und klar, man freut sich auch für die anderen, aber sie haben sich wirklich sehr gut gefallen, enorm gesteigert. Also wir haben die ersten Games gesehen und das sind nur ganz wenige Punkte. Also sie haben sehr gut verteidigt, sie haben immer den Gegner kommen lassen. Das ist so mit dieser männlichen Aggression, die wollen dann auch sich beweisen, dann lässt man die kommen und dann feuert man drauf. Ärgerlich, diese eine Szene. Das hätte vielleicht sogar spielentscheidend sein können, hätte man dann. Ich denke schon, weil du kannst da vorne den Spieler rausnehmen und das, dann bröckelt halt das ganze Kartenhaus in sich zusammen. So, unsere Admins, die waren hier gerade schon zu fünft am Schreiben und Notieren. Also ich glaube, wir haben hier jetzt bald die Resultate für die Playoffs und es sieht ganz danach aus, als wenn die jetzt hier gerade reinkommen. Wir können uns dann gleich auch auf dem Stream zeigen können, aber wir können ja schon mal ein bisschen was vorwegnehmen. Dortmund hat hier in der ersten Staffel den ersten Platz gemacht, muss damit... Ja, nicht ganz. Also es ist tatsächlich, dass alle Teams jeweils 5 Siege haben. Oh. Also gibt es keinen Gruppensieger. Das heißt, man wählt diesmal jetzt zufällig, weil halt wirklich der Sonderfall eingetreten ist. Wäre das nun bei einem Team so, hätte man noch einen Tiebreak gespielt, um einfach zu ermitteln, wen Platz 1 macht. Jetzt hier wird allerdings, da alle gleich sind, komplett zufällig los, weil ja alle im Endeffekt gleich stark sind. Wir bekommen auch gleich die Punkte. Es wird ja auch immer an den Live-Scores gearbeitet. Wie gesagt, das Problem an den Live-Scores ist einfach gewesen bisher. Es wird also über Handys übertragen. Ja, jetzt sehen wir es. Es ist ein knappes Ergebnis, definitiv. Bon Air Delta. Denn man muss bedenken, wenn man einmal trifft, dann gibt es einen Punkt. Wenn man getroffen wird, gibt es einen Minuspunkt. Deswegen sieht das jetzt deutlicher aus, als es das eigentlich ist. Aber letztlich, warum es nicht 100, also nicht genau 0 ergibt, liegt daran, dass die Teamkills nochmal ein paar Punkte bekommen. Wir werden jetzt gleich erst ein kurzes Interview noch bekommen mit den Mädels von Andrew Griffiths. Bild habt ihr gerade hier übrigens die auswerte Software. Also das läuft dann alles übers Tablet ab. Ist alles eine sehr schöne Sache, weil das dann auch auf dem Monitor dargestellt werden kann. Wenn du halt in so einer Location bist, wie halt zum Beispiel in Leipzig oder in Berlin, da gibt es dann ordentliche Vereinshallen, da kann das auch nicht schön dargestellt werden. Du hast dann am Ende eine detaillierte Einzelauswertung. Und ich meine, da freut sich jedes Kind oder eine ordentliche Statistik. Genau, weil jetzt im
Twitch hat auch gefragt wird mit den Punkten. Also wir haben es am Anfang des Tages, wo es noch nicht so voll war hier in der Messe, hat das noch ganz gut geklappt. Da auf jeden Fall das VOD anschauen. Wir haben viel, viel getestet. Es ist das allererste Mal, dass es ein Lasercame überhaupt so auf Twitch oder überhaupt so übertragen gibt. Deswegen muss man einfach mal sagen, Hut ab, dass das alles so gut funktioniert von der Technik her. Und es lohnt sich auch ins VOD nochmal reinzuschauen, gerade um auch die Entwicklung der Teams zu sehen. Also ich fand das jetzt schon ganz erstaunlich. Wir haben heute früh um 10 angefangen. Da waren teilweise die ersten Lasergame-Spiele von einigen von diesen Mannschaften. Und wie die sich jetzt hier gesteigert haben, das war echt ganz enorm. Ja, und eine von diesen Mannschaften, Platz jetzt, glaube ich, gerade. Ja, wir rutschen mal. Eine von diesen Teams, die sich so stark gesteigert haben, waren eben Andrew Griffins. Die Andrew Griffins, definitiv, ja, sind immer besser ins Spiel gekommen. Wir haben ja auch ein Mikro vorbereitet, nicht schüchtern sein, einfach mal rankommen, ruhig und ja, im Prinzip sich dann dazu gesellen, letztlich. So, genau, kommt zu uns. Vorsichtig, dass du hier nicht die komplette Technik aus dem Weg reißt. Cocaine ist das jetzt, richtig? Alles umschmeißen, da einfach vorne dein Mikrofon. Einfach das Mikro greifen und dann können wir hier loslegen. Ja. So, und zwar haben wir hier wen haben wir denn da sitzen von Team Andrew Griffins? Dein Spielername? Cocaine. Cocaine. Ja. Vielleicht einmal das Mikrofon ein bisschen näher am Mund. So? Ja, ja, jetzt hört man dich auf jeden Fall besser. Wir hören dich besser. Alles klar. So, Cocaine, du bist von Andrew Griffins und ihr seid, sag ich mal, nicht ganz so erfolgreich durchs Turnier gekommen, aber ihr habt euch enorm gesteigert, oder? Ja, also wir sind positiv also rausgegangen. Am Anfang war es halt natürlich für uns ungewohnt. Wir sind nur Online-Spielerinnen. Und dann, ja, haben wir uns von Match zu Match gesteigert. Das ist das erste Mal Lasergame? Ja, wir haben auch vorher davon gar nicht gehört, sondern uns wurde nur gesagt, ein 3-in-3-Turnier. Und dann sagten wir, gerne, sind gerne dabei. Und dann haben wir gesagt, ja. Was mich jetzt am meisten eigentlich interessiert, im Counter-Strike ist ja Teamwork extrem wichtig. Hat sich das jetzt hier übertragen lassen können aufs Spielfeld, aufs echte Spiel quasi? Am Anfang war es ziemlich schwer, weil wir nicht damit wussten umzugehen, weil wir hatten keinerlei Erfahrung. Aber sonst schon, wir haben dann eher mit Handzeichen gearbeitet und geschrien, aber in den Matches natürlich, wenn man untereinander im Teamspeak ist, ist es natürlich viel einfacher, wenn man Taktiken oder Ansagen machen kann. Klar. Und ich meine, Handsignale kannst du halt im Counter-Strike schlecht machen. Das ist es halt. Aber dafür hat man jetzt weniger die Ausreden von wegen Lag oder meine Maus funktioniert nicht. Wir hatten auch, ja, wir können uns hier auch nicht einfach AFK stellen, wenn wir keine Lust haben. Das ist ja das, dass wir einfach spielen. Es hat Spaß gemacht. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es hat auch Spaß gemacht, euch zuzuschauen. Wie habt ihr denn reagiert, als ihr, ich glaube, ihr hattet gerade im allerersten Spiel doch sehr viel Respekt vor den Gegnern, da gab es eine sehr deutliche Niederlage. Ja, also wir waren sehr, sehr defensiv dafür, dass wir eigentlich damit gar keine Erfahrung hatten. Und ja, so von Mal zu Mal, als wir uns das immer angeguckt haben, also als es live war, haben wir dann so gemerkt, okay, wenn wir ein bisschen aggressiver rangehen, dann könnten wir vielleicht ein bisschen mehr erreichen. Und dadurch, dass ich halt Mitte immer mehr gerusht bin, habe ich halt auch positive Stats dadurch bekommen, habe immer mehr erreichen können. Welches Spiel spielt ihr normalerweise bei euch? Also wir spielen Construct Global Offensive. Okay. Ja. Und das erfolgreich oder wie schlagt ihr euch da so? Also Teaminformationen gibt es erst ab nächsten Jahres Januar und dann wird man auch von uns mehr hören, denke ich mal. Okay, das ist schön. Habt ihr auch ein Male Counter-Strike-Team, mit dem ihr euch mal so ein bisschen battelt bei euch? Also oder? Andrew Griffins ist ja ziemlich groß. Es gibt zwei verschiedene Clans, also es gibt dann Andrew Griffins, EvoPlay und noch ein Team, weiß ich gerade nicht. Ist auch nicht so wichtig. Ja, auf jeden Fall haben wir viel zu spielen, also wir sind da eigentlich gut angesehen. Seid gut angesehen. Wenn du jetzt vergleichen würdest, was ist der größte Unterschied zwischen Online und Offline jetzt hier? Ja, hier ist es halt die Bewegung. Ganz klar, wir zu Hause sitzen wir halt vor dem PC, haben halt unsere Ansagen, unsere Taktiken und da können wir halt... Habt ihr denn versucht, eine Taktik da umzusetzen, die ihr sonst habt oder klappt das gar nicht? Also wir haben mittlerweile dann immer zwei Außen einer Mitte gespielt. Mitte ging immer offensiver und die Äußeren haben immer angesagt und sind defensiver geblieben. Und okay, also quasi das umgedrehte V mehr oder weniger. Ja. Welche Gegner war am einfachsten für euch eigentlich? Das kann man so gar nicht sagen. Kann man so gar nicht sagen. Also für uns war eigentlich alles ein bisschen schwer, weil wir hatten ja vorher noch gar keine Erfahrung. Aber was sagst du zu der Map? Außergewöhnlich. Das ist halt ein bisschen was anderes. Ne? Also ich meine, bei Counter-Strike ist es ja so häufig auch so, oh, man geht erstmal auf eine Kartenhälfte und weiß auch gar nicht, wo sich der Gegner befindet. Hier hast du meistens die Informationen, wo sie sind und kannst auch nicht so richtig umgehen und von hinten rankommen. Ja. Aber man muss halt irgendwie mit dieser schlauchformigen Art erstmal klarkommen. Und ich finde, das habt ihr eigentlich ganz gut hingekriegt. Ja, also es ist halt
bei Counter-Strike, wenn wir halt spielen, ist es halt, dass jeder eine eigene Pose deckt und halt so auch ansagen kann. Und wir wissen, wo die Person dann halt steht. Und hier ist es halt komplett anders. Hier müssen wir halt immer auf die anderen achten, dass wir die nicht selbst abschießen. Zweimal habe ich mich erschrocken, da habe ich Lady Death leider abgeschossen. Aber ja, so ist es dann halt. Ja, das gute alte Friendly Fire. Ja. Aber was würdest du denn sagen? Laser Game, wäre das was, was du in Zukunft häufiger spielen würdest? Also es könnte ein Hobby werden. Also ich finde es lustig. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir wären erfreut, wenn wir nächstes Jahr wieder da sind. Na klar. Das heißt vielleicht auch demnächst einfach mal so eine Female-Szene gründen. Gibt es denn in Counter-Strike schon ganz groß eigentlich? Die Female-Szene in Counter-Strike? Ja. Sie ist nicht so groß, wie man es eigentlich denkt. Also es sind halt paar Teams, die halt wirklich professionell spielen. Und dann gibt es halt auch noch Unterteams, die sich aufbauen wollen, aber es nicht immer schaffen. Gut. Ich glaube, die ESL macht da auch ein bisschen was. Da gibt es auch einige Female-Only-Turniere und so weiter. Es hilft natürlich der Szene dann doch ganz immens. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Female-Only-Laser-Game-Turnier. Das wäre auch cool. Das wär auch cool. Hast du denn irgendwelche Tipps jetzt für diejenigen? Also ihr wart ja eins der Teams, die noch gar keine Erfahrung hatten. Wir hatten ja schon jetzt im Interview Laser Game Bielefeld bzw. Laser Game Dortmund. Wir hatten jetzt die Jungs von Airsoft, die zwar auch noch kein Laser Game gespielt haben. Ja. Das ist ja schon ähnlich, ne? Das gemerkt mit dieser ganzen Uniform. Erstmal vorweg ganz kurz, schüchtert sowas ein? Wir waren am Anfang schüchtern, ja, aber dann haben wir gesehen, dass wir auch... Auch wegen der Uniform oder? Nö, also ich fand das eher cool, dass sie hier so rumgelaufen sind. Ich habe das echt respektiert. So, na, nächstes Jahr kommen wir dann auch so, wir kommen dann in Counter-Terrorist. Okay, das wollen wir sehen. Nein, und wie war das dann? Also was würdest du dann so für Tipps geben für diejenigen, die es jetzt vielleicht zum ersten Mal spielen werden, für Neulinge? Jetzt seid ihr ja schon Profis. Einfach drauf zu. Lasst euch drauf ein und macht's einfach. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Das ist doch mal eine Ansage. Definitiv. Ja, dann danke dir. Kein Problem. Fürs Interview und dann viel Erfolg fürs Turnier, geht ja leider nicht mehr. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem noch sehr viel Spaß auf der Jugend. Natürlich. Später auf der Aftershow-Party. Na klar. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Und wir werden jetzt gleich werden jetzt in eine kurze Pause gehen und uns dann zurückmelden, natürlich mit den Playoffs hier beim Laser Game Turnier live von der U in Dortmund. Ja, wir legen dann direkt mit dem Semifinals los. Die sind dann Best of 3, dann gibt es natürlich noch das Finale, das ist ein Best of 5 und das Spiel um Platz 3. Definitiv. Also, kurze Pause, Jungs, und dann sind wir gleich wieder für euch da.